Schönen guten Abend. Dankeschön. Schönen guten Abend, habe ich schon gesagt. Dankeschön, habe ich auch schon gesagt. Sehr gut. Haben wir alles. Dienstagabend. Was machen wir? Wir fahren Bus. Wir müssen uns beeilen. Ich will um 19 Uhr anfangen. Mal schauen, ob überhaupt Leute... genug Leute da sind, sozusagen. Braucht man uns heute im Busdepot? Kalenderwoche 51, schon die vorletzte Woche vor dem Jahresende. Ui, gar nicht zu wenig Leute unterwegs, ne? Tragen uns schnell ein. Leitstelle ist eh nicht aktiv, ne? Nein. Braucht keine Leitstelle. Was haben wir? 19 Uhr? Speed. Das heißt, da braucht man sich nicht so stressen. Wenn die Leitstelle nicht aktiv ist, müssen wir nicht unbedingt vor drei Viertel schon da sein. Mal kurz eintragen, dann sind wir in dieser Runde schon der vierte. Frosch im Hals. Obwohl einer nur Office ist, also sind eh wieder nur drei Busfahrer. Was ist das? Die Nummer 20 ist das Harry? Ist Harry auch mal wieder da? 10, 20, 21. Das sind 10. Eric McAndrew. Aha. Einer von den Neueren hier. Oh, hallo Bob Walton, vielen Dank fürs Reinschauen. So, drei Runden wollen wir heute fahren, ne? Das könnte ich eigentlich auch gleich eintragen. Zack, zack und zack. Auch gute Zeit zum Eintragen. Fuscht mal keiner rein. Zip, ne? Schräg runter. Drei Runden ab 19 Uhr, ne? Genau. Passt, ne? 300 geht sich nicht aus. Außer man verwendet diese Technik, die 300er verwendet hat, um das Meer erscheinen zu lassen. Also Musik ein bisschen laut, Soundcheck. Wie schaut's denn aus? Aha. Das geht und... das geht auch. So. Ja, eigentlich wollte ich noch früher quasi online kommen, um vielleicht noch auf dem Weihnachtsmarkt zu schauen. Das geht sich leider nicht mehr aus. Konnte nicht früher mich einloggen, weil warum ist denn da so hell? Weil ich noch mit zum Tierarzt musste mit meiner Katze. Deswegen, warum ist denn da so hell? Da geht's nicht raus, aber das ist schon extrem, ne? Das ist, weil es jetzt so spät erst dunkel wird. Aber so extrem hell ist mir das auch nie aufgefallen. Naja. Haben wir jetzt eigentlich noch was zum Essen? Wir haben gestern Fischstäbchen gekauft. Ein Polohemd haben wir mit, falls wir die Jacke ausziehen müssen. Aber das Wasser lassen wir da. Wasser haben wir genug. Zack. Energy Drink hätten wir noch. Nachtschicht Energy. Aber Kaffee haben wir auch noch. Baked Beans haben wir sich mal gekauft. Sollte ich auch mal essen. Wir haben eigentlich hier relativ viel da drinnen. Was wir noch aufbrauchen könnten. Fischstäbchen. Mal schauen, wie lange die halten. Bis wir wieder Hunger bekommen. Und ob wir die so essen können. Eine Fischstäbchenbox. Auch was. Und was Neues, ne? Oh, hallo Mike 2030. Vielen Dank auch dir fürs Reinschauen. Schönen guten Abend. Was hat sie denn? Also die Katze. Er ist ein Kater eigentlich. Aber der hat... der kratzt sich da an dem Ohr. Aber man hat ihn leider nicht untersuchen können. Weil er sich gewehrt hat. Ja. Aber dürfte nichts Dramatisches sein. Ja, die haben jetzt das so blöde Regeln. Ne? Mit Corona darf man nicht mehr mit reingehen. In das Behandlungszimmer. Wegen Abstand halten. Da zieht es aber ordentlich jetzt. Jetzt kann man nicht mehr dabei sein, wenn die Katze behandelt wird quasi. Klar, dass die dann nicht so haltet, wie wenn jemand dabei ist von uns, ne? Müssen wir das mit so Beruhigungstabletten beim nächsten Mal probieren, dass die ein bisschen ruhiger ist. Naja. So. Da stürmt's aber ordentlich, ne? Wie viel Grad hat's denn? Da muss ich gleich nachschauen. Aber da fliegt's mal wirklich gleich den Hut weg. Also da weht's mal gleich den Hut weg. Man sieht auch richtig da unten... quasi wie wenn der Schneegestöber oder was auch immer das ist, was es da durch die Gegend weht. Das soll wahrscheinlich Schnee sein, nehme ich an. Klar, wenn es schneit, wird sich ein bisschen Schnee ansammeln. Das ist jetzt eh die Frage, ne? Ich habe gesehen im Discord, dass hier so scherzhalber geschrieben wurde wegen Winterreifen. Ich glaube, das war aber bevor wirklich hier Wintereinbruch war. Aber jetzt ist halt die Frage, müsste man das jetzt ausspielen mit Winterreifen? Aber da hätte man, weiß nicht, man weiß ja nicht, was das jetzt eigentlich ist hier. Frage, gibt es eigentlich für Motorräder auch Winterreifen?
Aber ich frage mich halt, ist das jetzt von der Situation her, ne? Eine ungewöhnliche Wettersituation, dass man sagt, sowas kommt eigentlich nie vor und jetzt ist das einmal in 1000 Jahren sozusagen, dass hier Schnee liegt. Oder spielen wir, dass das öfters vorkommt, weil dann wäre das mit Winterreifen natürlich ein Thema. Und dann wird es wahrscheinlich schon massiv Werbung gegeben haben. Für Winterreifen nehme ich an. Was glaube ich nicht der Fall war. Das betrifft ja auch dann, nehme ich mal an, die Busse. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das mit den Bussen, mit Schwerverkehr sozusagen, LKW-Busse und so weiter, wie das da funktioniert. Ob die auch extra Winterreifen brauchen oder ob die nicht von Haus aus eh schon so viel Profiltiefe brauchen, dass das dann wieder egal ist. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Achso, das mit dem Cola-Truck, irgendwas habe ich gelesen heute von Dennis, E-Cola oder so. Ja, irgendwie so, aber es ist, anscheinend ist das so wie so dieser Coca-Cola-Truck, den es da immer gegeben hat oder immer noch gibt zur Weihnachtszeit. Das ist auch interessant, ja. Bin gespannt, ob wir den dann sehen, aber ich habe das nur ganz oberflächlich gelesen. Aha, Geschenke gibt es auch, na super. Da fährt dann der Walter Weiß als Weihnachtsmann spazieren und verteilt Geschenke wahrscheinlich. So wie gestern haben wir ihn eh schon gesehen, ne? Der hätte da gleich was austeilen können. Achso, was muss ich selbst herausfinden mit dem Wetter wahrscheinlich, mit den Winterreifen, ne? Ja. Das müsste ich jetzt eh schauen dann. Mit den ACLS, aber das Problem ist ja auch wieder, wenn die Fahreigenschaften dann vom System her gar nicht geändert werden, dann komme ich eigentlich gar nicht auf die Idee, dass ich mir da Winterreifen hole. Oder mit dem, dass das mit dem Wetter, na ja, gut, müsste ich schauen, ja. Aber die müssten ja dann bei Alice Weather eine Warnung posten, ne, und sagen, hey, wir haben jetzt mal ein Jahrhundertwetter oder so. Das müsste eigentlich Gesprächsthema am Server sein. Also ich werde das IC jetzt nicht beachten, solange ich nichts davon erfahre. Ob es notwendig ist, jetzt Winterreifen zu holen. Also für den Bus muss ich eh Los Santos Transit kümmern. Für mein Auto werde ich mich nicht kümmern. Ich werde mit den Konsequenzen leben. Wenn ich dann aufgehalten wäre und die Polizei dann feststellt, wie tief das Profil hier ist und dass das keine Winterreifen sind, da bin ich gespannt, wie die das feststellen würden. Aber theoretisch wäre es möglich. So. Zack. 10 Minuten Zeit. Ist ziemlich laut, ne? Jetzt werden wir dann gleich sehen, wie das im Gebäude ausschaut. Weil er leider das nicht erkennt, offenbar. Dieses MLO, das ein Gebäude ist, offenbar. Deswegen wird es da drinnen auch stürmen, was ein bisschen blöd ist, aber ja. Ja, alles weiter hat sich dieses Jahr verausgabt, ne? Oh, da sieht man jetzt gar nicht mehr, dass es schneit, oder? Aha. Achso, aber den Hauch sieht man, okay. Aber zumindest Schnee geht da nicht durch. Na, auch gut, okay. Dachte nämlich gestern auch, dass der Schnee auch durchgegangen wäre, aber dann ist das nur offenbar die kalte Luft, die da drinnen quasi nicht aufgehoben wird, sozusagen. Na, wenigstens was. So, wie schaut's denn aus? Zwei Leute unterwegs, offenbar. City 1, Nord 1. Also ich wollte noch kurz schauen, wow. Mit dem Plan, ne? Also ich habe mir jetzt heute nochmal angeschaut, wo ich da abbiegen hätte müssen gestern bei der City 2. Ich habe es dann eh gestern nochmal mit der City 1 gesehen. Ich habe einfach vergessen, einmal nach links abzubiegen. Und dann war aber noch eine unklare Situation bei der City Hall. Da wollte ich mal noch ganz kurz anschauen. Muss ich mir das dann nochmal öffnen? City Hall. Wo ist denn das? Die Karte. Das ist mein Verlauf. Nee. Hat das ja vorher offen. LST Routenplan. So. Medical Center, La Mesa, genau, wo sind wir da? Rockford Hills. Ja, also die Karte wird immer noch durch das Rockford Center gehen, das stimmt ja offenbar nicht. Und dann, wann biege ich ab? Das ist die Straße. Aha.
Ja klar, die dann vom... Das ist so verwirrend dort, die Straßenführung, ne? Ah, okay. Das ist schon... Nein, das ist nicht die Straße, die man fahren würde oder früher gefahren ist, sondern eine weiter. Das verwirrt mich nämlich. Ich dachte nämlich, die Straße, die ich quasi bei Vespucci-Kanäle, wenn ich Vespucci-Kanäle verlasse, die erste nach links. Das war die, die wir früher raufgefahren sind. Die fahren wir nicht rauf, sondern erst die nächste. Das ist dann die Straße zum DOL. Mhm. Das heißt, wenn ich von der City Hall komme, dann muss ich bei dieser... Dann nicht die erste große Straße rechts, sondern erst die zweite, die schräg rüber geht dann. Das ist verwirrend, ne? Vor allem, weil gestern diese komischen Dinger waren noch, ne? Diese Grafikfehler. Das kommt noch dazu. So. Wir schauen, dass ich heute die richtigen Abbiegungen erwische. So. So, einstempeln, ne? Wir wollen ja nicht umsonst hier arbeiten. Umziehen. Zuckerstange. Könnte man auch mitnehmen dann. So, Ohrring. Jacke ausziehen. Ah, jetzt geht's wieder. Die haben das gefixt, dass es gleich angezeigt wird, wenn man was auszieht. Es kam ja ein 3 GB Update heute wieder. Habe ich vorher runtergeladen. Ja, aber es fehlt halt immer noch eine Jacke. Ne? Ein Kurzarm ist nicht gut bei dem Wetter. So. Ein bisschen kalt sonst. Zuckerstange. Können wir die mitnehmen? Eine. Ich nehme alle mit. Schauen, ob die Essen- und Trinken-Effekte auch wieder gehen. Die haben gestern auch nicht funktioniert. Aha, $34. Aha. Ich hatte gestern $40 abgehoben. Warum habe ich jetzt nur mehr $34? Wo habe ich denn $6 ausgegeben? Achso, ich war ja gestern im Supermarkt. Dann ist es klar. Ich so selten einkaufen, dass ich das ganz vergessen habe. So, ka-ching. Ja. So, mal schauen, was wir fahren dürfen. Wie schaut's denn aus? Wo sind denn die Busse? Kann ich natürlich ICE gleich fragen wegen Winterreifen. Ob jemand was weiß. Aha, da ist ein Bus. Das heißt, wir fahren dann eh gleich City 2 mit schwarzem Bus offenbar. Was schreit denn da? Idioten. Was ist das? Na, Ben, hallo. Na? Streck dich mal bitte. Was? Achso. Ja, streck dich mal richtig aus, ja. Danke. Ich höre dich auch sehr leise, weil der Wind ein bisschen laut ist heute. Ja, es ist allgemein sehr leise. Ah, okay. Ja, der blast aber ordentlich da jetzt, ne? So was. Ah, bist du auch unterwegs? Ich fahre die City 1 gerade. Die Nord 1 hat dank Betriebsstörungen so Verspätung, dass er gleich zum Stadtpark durchfahren will. Achso, ja. Gut. Der kommt gar nicht hier an. Ist das wegen dem Wetter oder was? City 2 oder Nord 2 fahren? Ja, Nord, da hast du ziemlich Probleme wegen Sicht. Da hast du nur auf 50 Meter Sicht. Na super. Ja gut, ja, dann würde ich City 2 fahren, ja. Okay. Trägst du dich selber ein? Ich mach kurz Venture. Ja, ich trage mich gleich ein. Okay. Ihr seid ja schon eingetragen, sehe ich gerade. Ja, richtig. Ja. City 1 und 2. Nord 1, perfekt. Ist noch das Vorstellungsgespräch da hinten im Gange oder sind die fertig? Oh, ich habe gar nicht geschaut. Also aufgefallen, wir haben jetzt nichts. So oben sind sie gar nicht im Raum, sehe ich von hier. Aber waren sie hinten im Besprechungsraum vielleicht? Also ich habe jetzt nicht genau reingeschaut, aber beim Vorbeigehen habe ich kurz in Richtung Besprechungsraum gesehen, da wäre mir niemand aufgefallen. Okay. Nur dann sind sie wohl alle schon verschwunden. Okay. Martin und der Matt hatten ein Vorstellungsgespräch. Ah, ich habe gestern auch einen Fahrgast gefahren, der hat auch gemeint, der bewerbt sich da. Ich weiß nicht, ob der jetzt heute Gespräch hat. Ich habe mir nur die Augen reiben müssen, weil er sah so ähnlich aus wie du. Achso, es war auch gestern ein älterer, der war 70 Jahre alt, der hat sich bei uns beworben, nämlich. Vielleicht war das dann eh der. Der hat gesagt, auch so ein Hut, weißer Bart und Brille? Das ja, weiß ich nicht mehr. Er ist gestern in Little Solar eingestiegen und dann schnell beim DOL ausgestiegen. Habe ich jetzt okay. Nicht, ob der einen Hut aufgehört, könnte ich mir jetzt gar nicht mehr erinnern, aber. Mhm. Aber er war 70. Bist du schon irgendwo. Die neue City gefahren überhaupt? Ja, gestern. Gestern mitgefahren, extra, weil ich 3 Wochen nicht da war. Der Matt hat es mir auch schon gezeigt gehabt, ne? Jetzt bin ich gestern nochmal als Fahrgast mitgefahren und dann habe ich es selber nochmal gefahren. Ja, das war schon Anfang, oder Mitte November, sowas war das. Jetzt ist es ja offenbar so, ne, dass man nicht durch das Rockford Center fahren. Stimmt das so? Dass man vorher abbiegen links Richtung City Hall.
Weil gestern ja, hat das ja Vincent so gesagt. Weil ich habe das gezeigt bekommen durch das Rockford Center. Von Matt damals. Ja, wenn du willst, fahr doch nochmal eine Runde bei mir mit. Achso. Nein, ist nicht notwendig. Trägst dich jetzt einfach in Office ein und dann... Also nein. Ja, ich bin gestern eh schon mitgefahren. Ich glaube, das geht schon. Aber es ist halt die Frage, weil in der Karte ist es ja auch so eingezeichnet, dass man durch das Rockford Center fahren. Und deswegen. Ja, das ist... Aber das, ich habe irgendwas noch in Erinnerung, dass das geändert wurde und der Vincent hat auch gemeint, wegen Stoppschildern hat man das dann geändert, weil da weniger Stoppschilder sind. Ne? Ja, stimmt. Wenn du um die ganzen Gebäude rumkutschierst, das ist, dauert länger. Kommt nicht auf die Zeit. Ja. Aber ich kann dir gerade nicht sagen, welche... an welcher Position du gerade bist, wo du durchfahren oder rumfahren sollst. Ich finde City 2 deutlich einfacher als City 1 jetzt bei der neuen. Aber liegt wohl wahrscheinlich daran, dass ich heute Morgen die ganze Zeit City 2 gefahren bin. Ja, wahrscheinlich, was man oft fährt dann. Ne? Also, gestern war es noch ein bisschen verwirrend mit der City 2, da muss ich jetzt eh aufpassen, aber weil ich mit der Abbiegung nicht zurechtgekommen bin bei der Feuerwehr. Wenn man dann nämlich einmal vergisst abzubiegen, dann ist man gleich auf der falschen Seite. Jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut. Ja, das stimmt. Das Geile ist für die City 2, wenn du tanken musst, kannst du da noch tanken. Na stimmt, der Mirror Park, ne? Nee, achso, nein, du meinst, nee. Direkt bei der Feuerwehr gegenüber. Achso, dort ist auch ein... Achso, ja genau, stimmt. Ja. Hm, stimmt, ja. Genau. Ja, was ist denn mit unserer Tankstelle? Geht die immer noch nicht? Jetzt haben wir extra eine Tankstelle bekommen. Hier steht, dass das noch nicht benutzbar sei. Ja, super. Wir haben extra eine Tankstelle und dann darf man es nicht benutzen, ne? Ja. Doch, schwierig. Können sie sich so freuen. Oh, guck mal, wer da noch doch noch kommt. Oh, da war um 51 noch in Palito. Was hat der denn bitte, wo ist der denn draufgetreten? Hat er Nitro drin im Bus oder was? Star Trek Beamen oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, interessant. Ja, jetzt sollten wir mal schauen, dass wir Dienstjacken bekommen, wenn es zu kalt ist, ne? Nee, der Matt rechnet im Sommer damit, dass wir uns mit Winterjacken auskennen können. Super, ja, für nächstes Jahr halt dann. Ja, genau. Also gar nicht, ob wir jetzt überhaupt Winterreifen haben und so weiter. Das ausreicht dann die Bereifung, die wir haben. Wenn ich hoffe doch, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Venture ist ja so ein Wetterdienst. Ja. So ein Wetter, geiles Wetter, ne? Da heißt, dass es morgen, glaube ich, schneien soll, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ja, auf jeden Fall Minusgrad. Ja, dann gute Fahrt, ne? Ja, auch. Okay. Wer ist das gewesen? Eric McAndrew, ne? Dass er eine ähnliche Stimme hat wie der BTK. Der heißt ja, wie heißt denn der BTK dann? Eric, Vincent und der BTK heißt Henry. Verwirrend von den Vornamen her. Was, wer bläst? Der bläst ordentlich und der andere lacht. Ja. Der war da jetzt nicht zu, oder was? Hab ich der jetzt gerade zugesperrt? ...21, Funkcheck. Check. Na, super. Nord 1, Bus 10 City 1, Bus 4. Nein, 21 City 2, Bus 1. Da stürmt ordentlich, das irritiert schon ein bisschen. Vorher habe ich den Dings zu leise gehabt, den Voice Chat, deswegen war ich auch verwirrt. Habe mir mal gedacht, ich höre das, die Stimmen schon so leise, weil der Wind so bläst. Aber dabei war das, weil ich den Voice-Chat da nur runtergeregelt hatte. Was ist denn das für eine Banane da? Ja, aber der Vorteil, wenn es schneit, es ist schon hell, ne? So, aber es irritiert schon, das ist schon verwirrend, aber es soll auch so sein, ne? Weil, wenn es wirklich windig ist entsprechend, dann ist das auch nicht lustig zum Fahren. Also im Winter wirklich Busfahrer sein, muss schon heftig sein. Weil das ist ja dann auch wieder eine Sache. Ist nur halb voll übrigens der Tank, was ist denn da los? Weil Schnee ist ja bei uns eher selten auch, ne? Wenn man das ganze Jahr über fährt, ohne Schnee, mit guten Fahrverhältnissen sozusagen, und dann plötzlich schneit's mal, das muss ein extremes Chaos sein. Im Real Life jetzt, ne? Ja. Es ist dann wieder finster, so wie gestern. Na, zack, Lichtschalter aus. So war das gestern auch. Ne? Also, da gibt es keinen Übergang irgendwie, ne? Ist auch blöd, aber das wird halt nicht simuliert sein von GTA. Mich wundert ja eh, ich habe es ja letztens eh schon beim PTK gesagt. Also wie ich es gestern
wie ich beim letzten Mal in Ende November gestreamt habe. Da habe ich ja mit BTK kurz mich unterhalten, wie das so funktioniert. Und er meinte ja, dass man das mit der Tageszeit, glaube ich, einstellen muss einerseits. Aber der Sonnenuntergang ist gar nicht von der Tageszeit und vom Datum her. Also vom Datum her meine ich nicht Tageszeit. Man müsste ein Datum eingeben, um den Mond so zu stellen, wie er dann gestellt wäre an dem Tag. Aber der Sonnenuntergang ist davon gar nicht betroffen. Der Sonnenuntergang, den kann man offenbar separat einstellen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Deswegen ist er manuell später als in der Realität eingestellt. Ich habe damals schon gesagt, na, es ist eigentlich gar nicht notwendig, dass ich die Mondphasen so genau simuliere. Weil in GTA im Story-Modus, warum sollte man das machen? Man spielt ja GTA im Story-Modus gar nicht so lange, dass man jemals Mondphasen irgendwie mitbekommen könnte. Ja, vielleicht ist das auch ein Alt-Wii-Ding, was dann durch das erst die Mondphasen simuliert hat. Aber wollte ich eigentlich sagen, dass der Sonnenuntergang dann auch nicht simuliert ist, aber eigentlich ist er ja simuliert. Man hatte eigentlich schon immer so einen schönen fließenden Übergang gehabt, der jetzt offenbar durch diesen Schneestöber-Effekt dann aufgehoben ist, so stelle ich mir das dann vor. Eigentlich wäre jetzt schon seit ziemlich langer Zeit Sonnenuntergang, wie es halt so üblich ist. Aber ich glaube, durch dieses Schnee-Effekt ist es extrem hell und da sieht man einfach den Sonnenuntergang nicht mehr. Deswegen wird es dann auf einmal so schlagartig dunkel. Naja. Genau, gestern war es eh so 19:04. Ja, Uhrzeit weiß ich nicht mehr genau, wann sind wir gestern gefahren. Kurz nachdem die letzte Runde vorbei war, ne, beim Nachhausefahren. Ich glaube, gestern war die letzte Runde um 19 Uhr. Ich bin um 17 Uhr, gestern habe ich ja schon angefangen. Dann bin ich eine Runde mitgefahren und zwei Runden selber gefahren. Wenn es wirklich Schnee wäre, wäre es da spätestens kritisch mit dem Fahrverhalten, glaube ich. So, und ich glaube, dann war es 18 Uhr, nehme ich an, wie ich angefangen habe, und dann zwei Runden war 19 Uhr Ende. Genau, also muss es so, oder war 19:30 Ende? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, wenn 19:30 Ende war, dann kommt das hin mit 19:34, ja. So, Alter. Verspätet eine Minute. So, ich bin gespannt, es gab ein Update, ne, ob diese Grafikfehler jetzt behoben sind. Ja, okay, ja. Ja, dann war es eh so, ja. Du müsstest jetzt in einer halben Stunde, bei der nächsten Runde müsst man es dann sehen. Steht immer noch Baileys Auto. Tornado heißt das Auto, glaube ich sogar. Habe ich mir sogar gemerkt, offenbar. Da ist mir zumindest gerade eingefallen. Wahrscheinlich, weil Jack Smith das immer so oft erwähnt hat. Tornado. Dass sich die Leute immer diese Automarken und Autotypen merken. Ich merke mir das ja nie. Außer, dass sie mal einen Hexer haben und eine Dilettante. Das ist auch nur, weil wir das jetzt schon so lange haben. So, der LKW wandert auch immer schön nach vorne. Vinewood West. Verkehrschaos da. Ich glaube, das liegt an gestern, weil gestern der Server dann, nachdem ich offline gegangen bin, ist er ziemlich instabil geworden, was ich auf Discord gelesen habe. Mal Glück gehabt. Ja, deswegen stehen die ganzen Fahrzeuge wahrscheinlich da rum. So. Vinewood Boulevard. Da, der Trans Am, der ist gestern noch parallel zum Fahrbahnrand gestanden. Jetzt steht er quer. So, und jetzt sehen wir normalerweise, wenn die Grafikfehler noch sind, dann müssten sie jetzt kommen. Da waren die ersten Grafikfehler in der City 2 gestern. Und zwar nach der nächsten Kurve. Aber schaut jetzt eigentlich gut aus. Das wäre da gewesen, glaube ich. Da war es dann schon so, dass man die Bodenmarkierungen nicht mehr gesehen hat, also quasi die ganze Textur der Straße weg war.
Check, geht das ein bisschen lauter? 20 Funkcheck. Check. Perfekt. So, Richman. Ah, du bist auch heute schon gefahren. Ah, keine Grafikbugs, da haben sie es schon gestern offenbar. Gab es dann wohl gestern ein Add-on schon, ein Update. Also gut. Habe mich schon gewundert, ne, weil gestern diese Grafikbugs, ob die nicht von Lucky V dann gekommen sind. Weil Alt V hatte das Update, die haben ja geschrieben, dass die relativ viele Bugs getestet haben. Und so ein Bug, der müsste ja aufgefallen sein, ne? Und da muss er aber, glaube ich, noch Lucky V muss ja auch ein Update bringen, dass das vielleicht ein Fehler von Lucky V dann war oder so. Aber ich kenne mich ja da nicht aus. So, was ist mit dem Müll? Müllwagen hat hier Vorrang zu geben anscheinend. Auch interessant. So, Del Perro. Ja, ich muss sagen, das ist schon verwirrend mit dem Schnee. Von der Sicht her aber besser, als wenn es dunkel wäre. Auch wieder interessant, ne? War auch interessant, dass der Kollege vorher, ne, der Eric McAndrew, gesagt hat, es soll heute noch schneien. Aha. Ich wollte jetzt nichts sagen, weil ich denke, es muss dann ein Bug sein. Vielleicht wird ihm das nicht angezeigt, aber ich denke schon, dass wir alle sehen, dass es schneit. Es ist ja irgendwie offensichtlich, dass es heute schon schneit. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber... Beides auf einmal. So, DOL, jetzt muss ich mich dann konzentrieren mit der neuen Strecke. Department of Labor, 9 nach. Ich glaube, wir sind pünktlich sogar. Immer schwierig jetzt, die Zeiten dürften sich aber nicht geändert haben. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, was dann für die City 1 Zeit ist in der South, nicht in der East Side in dem Fall jetzt. Das ist aber auch immer eine Minute nur Zeit zwischen den Haltestellen. Also ändert sich eigentlich gar nichts. So, Department of Labor, da haben wir gestern schön runterschauen können. So, direkt Stoppschild, genau. Da haben wir gestern schön zur Metro runterschauen können. Das war auch super. Jetzt muss ich nur schauen. Irgendwann muss ich dann nämlich rechts abbiegen. Das darf ich nicht übersehen. Aber ich müsste mich ja eigentlich orientieren können an das Haltestellenschild auf der Karte, wenn das schon aktualisiert wurde. Aber ich glaube, es wurde aktualisiert. So, nicht hier, sondern die nächste müsste das sein. Eigentlich, genau, ich habe mir gestern eh gemerkt, das ist ja dort, wo das Rockford Center ist, ne? Hier. Genau. Und da ist eh schon die Haltestelle, aber das Schild ist nicht aktualisiert, leider. Dann müssen wir BTK nochmal bei BTK urgieren. Also ich glaube, der macht das, oder? Weiß ich nicht. Ist mir zumindest so vorgekommen, weil er davon gesprochen hat letztens. Weil er das ja auch kann mit dem... Also er könnte das, oder er arbeitet, glaube ich, sogar schon dran, dass man dann die als Fahrgast auch sehen kann, wo der Bus sich gerade befindet. Deswegen nehme ich an, dass er die Haltestellen auch selber gemacht hat. So, und ich muss jetzt da rechts einbiegen, oder nicht? Oder bin ich halt schon zu weit? Nein, ich muss links fahren. Ich bin ja City 2. Aber wenn ich City 1 wäre, dann müsste ich da diese Kreuzung, also die Straße hinter mir entlang fahren, genau. Nord 1, Abbruch, Yellow Jack in. Jack, nächstes Mal viel Glück bei deiner Nord 1. Danke. Liegt's am Schneegestöber? Unter anderem. Aber nicht nur. Ah, verstehe. Liegt auch an Harry wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Was da das Problem ist, ne?
Wahrscheinlich auch irgendwelche Bugs oder so. Kann ich mir vorstellen. Schnee und Dunkelheit. So, was haben wir hier? Vespucci Canela. Gab eine Minute verspätet, aber noch vertretbar. Da hört man jetzt dieses Quietschen, ne? Dass man nur... Ja, ja, reicht ja schon. Das Quietschen, dass man hier nur als Außenstehender, nicht im Bus sitzender Mensch hört. Ach, komisch, ne? Das V habe ich auch so noch nie wahrgenommen, da auf dem Gebäude. Dass irgendein Geschäft ist. So, Vespucci Beach. Das wäre interessant, wie viele Leute jetzt am Strand sind. Ob die jetzt noch spielen, dass sie im Bikini am Strand liegen. Oder ob bei dem Wetter, wenn es wirklich Minusgrade hat, dann noch jemand Jetski fährt und so weiter. Ob jetzt Wassersport auch noch möglich ist. Segeln und so. Oder Motorboot fahren. Das ist schon lebensgefährlich, wenn man dann, glaube ich, bei den Temperaturen ins Wasser fällt, ne? Also ich weiß nicht, wie lange man überleben würde bei den Temperaturen im Meer. Aber ich glaube, viel Zeit hat man dann nicht mehr, ne? Kommt davon wahrscheinlich, was man anhat. Aber ich glaube, da müsste man schon aufpassen. Das wär, also man müsste eigentlich wahrscheinlich Motorboot scheinen und so müsste man wahrscheinlich jetzt aussetzen bei den Temperaturen, wenn man das realistisch spielt. So, Little Soul. Ah, ich bin, glaube ich, 2 Minuten schon verspätet. Naja, ich weiß nicht. Aber ich müsste um 35 eigentlich, oder um 15 in dem Fall. Also 15 und 45 wären ja die Zeiten. Um 15 müsste ich eigentlich schon La Puerta sein. Jawohl. Ich vielleicht 1 Minute verspätet. Little Soul, da ist gestern der Neue da eingestiegen. Der offenbar heute Gespräch hatte, ne? Ich glaube, das war der. Ich glaube, ich habe es auch rot, ich hab's bei Tilo gesehen vorher. Dass da ein alter Mann mit Hut im Besprechungsraum gestanden ist. Ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Ich glaube, das war der, der gestern mitgefahren ist, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der gesagt hat, dass der heute Vorstellungsgespräch hat. Ich hätte mal gedacht, der hat gesagt Samstag oder so. So, La Puerta 15 auch, nehme ich hin. Was muss die City 1 nicht immer 12 und die City 2 am 13 an der Bushaltestelle sein? An welche? Wir haben ja nur 20 Bushaltestellen auf der City 1 oder auf der City-Strecke. Meinst du Little Soul oder Vespucci Canela? Das hat sich ja geändert, weil früher war es ja so, dass Little Soul haben sich beide getroffen, immer um 12 nach, ne? Und das haben die aber dann irgendwann wurde das geändert mit dem ZOB, glaube ich schon, oder? Oder irgendwann dazwischen, so am Beach. Kann sein, dass ich die jetzt nämlich am Beach treffe, aber dann wenn dann 13 nach, glaube ich. Weil 12, obwohl nein, ich glaube, das früher war immer 12, Little Soul. Und dann wurde das aber geändert mit dem ZOB, das glaube ich nur mal, das glaube ich schon um 11 nach Little Soul war für die City 1. Einer von euch beiden kann schon mal die Hotline nehmen, bitte. Ich mach. Ja. Alles klar. Genau, dann war 11 nach Little Soul, dementsprechend war es 1 Minute auch vor für die City 2. Das heißt, es könnte sein, dass sich die um 12 nach am Beach treffen beide. Das wäre wahrscheinlich die Zeit. Dadurch, dass ich 1 Minute verspätet war, war es eben Canela. Das müsste sich dann ausgegangen sein, ja. Passt genau mit 1 Minute eigentlich jetzt. Aber es war gestern auch so bei der City 2, dass wir so, dass wir genau unseren Vespucci Canela getroffen haben. Ich habe aber nicht auf die Uhr geschaut, ob der pünktlich gewesen wäre, Vespucci Beach. Genau, weil Vespucci Canela. Vespucci Canela ist nämlich 13 nach, genau. Dann muss es 12 nach Beach sein, ja. Ich hätte den Plan jetzt eh da. Warte mal. Gucken wir gleich nach. Das ist schon schwierig zum Lesen übrigens. Dieser Plan.
Vespucci Beach. Na, auch nicht, weil City 1, 12 nach, City 2 wäre aber schon um 41 am Beach. Ist auch komisch. Und dann aber um 43 Little Seoul. Das stimmt eigentlich nicht, weil da ist Vespucci Beach und Kanäle gleiche Zeit für die City 2 und für die City 1 aber nicht. Also stimmt nicht, also wäre es schon 42 für die City 2 Vespucci Beach und dementsprechend treffen sich beide am Beach, ja. Aber es ist falsch eingetragen, dein Plan. Naja. So, Abfahrt, ne? So, tanken müssen wir, dürfen nicht vergessen, wir haben nur einen halb vollen Bus da stehen gehabt. Da hat wieder mal jemand nicht getankt. Wie schaut es da eigentlich aus mit dem Licht? Ist das jetzt automatisch an? Ja, schaut so aus. Jetzt müsste ich schauen, wo das, wo hier Eric meinte, es gibt eine Tankstelle für die City 2 bei der Feuerwehr anscheinend. Da würde ich jetzt schauen, weil ich muss jetzt, naja, müssen, ja, sollte, spätestens nächste Runde muss ich jetzt tanken. Wer weiß, ob wir weiterfahren mit dem. Also sollte man schon tanken. Das wäre interessant, was da wirklich mit der Nordlinie das Problem ist. Aber Harry hat auch in Discord geschrieben, er hatte Probleme mit dem Update, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt vor dem Update oder nach dem Update war. Weil Harry hat ja spielen können, nämlich während der, ne? Also vorige Woche und so weiter bis vorgestern. Ich glaube, er hat danach erst Probleme gehabt. Schon wieder Polizei da? Walter Weiß oder was? Na, haben wir schöne Aussicht. Der Vorteil ist, dass es jetzt sehr klar ist, offenbar von der Sicht her. Man hat sehr, sehr weite Sicht. Was aber eher unrealistisch ist, wenn es so schneit. Dann würde man, glaube ich, nicht so weit sehen. Dann müsste eigentlich ein Nebel dann simuliert werden, wenn man es realistisch machen würde. So wie es ja, glaube ich, auch bei GTA im Story-Modus gibt es ja diese erste Mission, die irgendwo in einem Wintergebiet eben spielt, wo man da diese Bank, glaube ich, ausrauben muss und dann flüchten muss. Diese Vorgeschichte quasi von der Story. Da ist ja, glaube ich, auch so, da hat man nicht so eine schöne, klare Sicht, glaube ich, aber vielleicht liegt das dann an der Map. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich da auch nicht verfahre, aber bis Rancho, bis Cypress Flats ist eigentlich alles gleich. Aber trotzdem lasse ich da irgendwo viel zu viel Zeit liegen. Ich weiß leider nicht wo, was das Problem ist. Nord Yankton, okay. Aber was soll das simulieren? Vom Real Life Alaska oder so? Oder vielleicht irgendwas Nördliches einfach nur? Also in Amerika noch. Alaska, oh ja, Alaska ist ja auch noch USA. Genau. Vielleicht, dass das die Gegend da simulieren soll, Alaska. Oder einfach nur irgendwas, was halt im Winter kalt, wo es halt im Winter auch kalt wird. Das wäre auch möglich. Hat doch Grenze Kanada. Ah, okay. Das ist eine ziemlich schöne Map. Schade, dass man dann nicht mehr da hinkommt, ne? Aber es ist halt komplett woanders von der Story her. Ja, vielleicht könnte man die da ins RP sogar einbauen. So das Urlaubsgebiet oder so. So. Rancho, ne? Und jetzt gerade. Ja, wäre wahrscheinlich möglich, also müssen wir schauen. Steht sicher auf GTA Wiki, an was das angelehnt ist. So, jetzt kann ich mich da eigentlich gleich rechts einordnen.
Dann sind wir Cypress Flats. Genau. Und dann müssen wir gleich da links einbiegen. Ich glaube, bis daher ist es eh noch klar, ne? Da fahren wir rechts, dann sind wir auch gleich bei der Feuerwehr. Da ist es auch noch klar und dann darf ich nicht vergessen, gleich nach der Feuerwehr links abbiegen. Also zweimal links abbiegen. Das war gestern der Fehler, dass ich nur einmal links abgebogen bin und da war ich auf der Parallelstraße dieser Autobahn, dieses Autobahnbereichs quasi. Da muss man auch beim Rechts auf, einbiegen ziemlich aufpassen. So, na, da gerade drüber, dann sind wir genau bei der Feuerwehr. Also bei dem El Buero Heights oder so. Die Bürohöhen, heißt das wahrscheinlich auf Deutsch. City 1 an ZOB. Check. Ist ja ein bisschen früh, oder was? Um 23 schon am ZOB sein? Wie geht denn das? Bei dem Wetter auch noch. So, einmal links. Und dann gleich bei der Feuerwehr nochmal links. Na, ja, das ist da so unscheinbar. Da würde ich nie auf die Idee kommen, da nochmal links einzubiegen. Schaut doch nicht mal so aus, als könnte man da überhaupt links einbiegen. Ja, aber es ist so. Aber dann muss ich gleich wieder rechts irgendwo, ne? Das muss da vorne, vor der Brücke dann sein. Genau, aber da fahrt man auch durch diese komische Nebenfahrbahn, schaut zumindest so aus, durch diese, neben dieser Verkehrsinsel vorbei, die mit der City 1 gar nicht so leicht ist, ne? Und da hat man gleich die Haltestelle. La Mesa. Da fährt ein Fahrradfahrer sogar. Das sind die Botenfahrer hier, die Kurierdienste. So, und dann, glaube ich, gleich die nächste links. Und da fahren wir auf die Autobahn, das geht nicht. Dann nach der Autobahn die nächste, das müsste die da sein, ne? Da ist jemand sportlich im Schnee. Ein bisschen joggen, ne? Das müsste hier da sein, ne? Genau. Ich glaube, da müsste dieser Danell Brothers, ob das nicht hier Karma ist. Oder eine weite, irgendwo in eine dieser Hallen müsste dieses Karma-Fest sein, hat uns gestern diese Dame erzählt. Ah, North Dakota. An der kanadischen Grenze. Ja. Da wird es wahrscheinlich immer kalt sein und auf jeden Fall im Winter ziemlich viel schneien, nehme ich an. So, na, eine Minute verspätet trotzdem. Hat, weil ich da in der South-East Side doch noch ein bisschen viel Zeit verliere. Das ist sicher gefährlich, wenn man da rausschießt. Ah, der parkt auch gut da rechts. Unterbodenschutz quasi. Oder schützt eher das Dach, wenn das auf der anderen Seite liegt, dass es nicht nass wird. So, die zwei, also jetzt war ich nicht tanken. Dann muss ich nächste Runde tanken mit dem oder falls wir jetzt was anderes fahren, darf ich nachher nicht vergessen, den zu tanken. Ich wusste, ich habe was vergessen, aber wo wäre die Tankstelle da gewesen? Da habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Ich werde am Miro Park nächste Runde tanken, wenn wir nochmal City 2 fahren. City 2 ZOB. So, Tür zu. Super. Das hört sich der andere mit diesen Soundeffekten, wie wenn da ein Flugzeug rumkreisen würde mit Düsentrieb. Also die Turbinen des Flugzeugs hören sich auch so an. Wo ist denn der Kollege? Hat's den schon weggeweht? Ist der schon nach Hause gegangen oder was? Falls ja, dann wäre ich jetzt alleine, aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich am WC oder so. Ja, aber schaut's aus. 19:30, ne? Der Harry geht außer Dienst. 02 geht auch aus dem Büro, Martin Masela. Bleibt Eric da, dann wird er wahrscheinlich jetzt den City 1 fahren. Und ich
muss Nord fahren. Darf aber nicht vergessen, dann den Bus zu tanken. Hm. Also jetzt müsste das gleich sein, ne? In 10 Minuten, 5 Minuten. Mit der Dunkelheit bin ich gespannt. Ludendorff in North Yankton. North Dakota. Normalerweise nehmen die auch so Bezeichnungen von den Städten und Dörfern, die ja in einem realen Dorf oder Stadt oder Ort angelehnt sind, aber mal schauen, ob es bei Ludendorff irgendwas Ähnliches gibt. Ist auch interessant, das Wort Ludo, ich glaube, das ist Latein oder so. Es gibt nämlich eine Studienrichtung, eine Wissenschaft, Ludologie, glaube ich, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Da glaubt man irgendwas, dass das mit Frauen zu tun hat, so oder so, ne? Aber nein, das ist die Forschung quasi, die Wissenschaft für Spiele. Allgemein Spiele. Spieleforschung. Wo auch Computerspiele drunter fallen, logischerweise. So, was ist da jetzt? Kommt da keiner? Muss ich jetzt selber alleine fahren, oder was? Wenn ja, was fahren wir denn? Aber keine Ahnung, ne? Schon was eingetragen? 1930, ja. Da hat mich ja überschrieben vorher, weil ich hatte mich als CT2 eingetragen gehabt, ne? Nur so nebenbei. Da war wieder jemand aggressiv. Mit einem RDP. So, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ne. Steuerung X gedrückt. Wo ist denn unser Harald Günther? Ja, keine Ahnung, ich habe den nicht mehr gesehen. Er hat auch mich überschrieben, offenbar vorher. Ich habe mich jetzt letzte Runde eingetragen gehabt und das ist wieder weg. Ich trage mich gerade neu an. Ja, offenbar ist er, ich weiß nicht, ob er jetzt noch weiterfahrt. Gesehen habe ich ihn nicht. Okay. Dann willst du Nord oder City fahren? Ja, ich habe jetzt den Bus nicht getankt, ne? Der City-1-Bus, City-2-Bus darf ich nicht vergessen, muss ich nachher noch tanken. Ja, sonst würde ich Nord fahren mal. Dann fahr du Nord, dann fahr ich City weiter. Okay, dann nehme ich den. Dann nehme ich kurz deinen Bus. Ja, nimm den 1er bitte und tank ihn, sonst vergessen wir es. Der war nämlich vorher nur halb voll. Genau, dann mache ich das so. Dann nehme ja, ich jetzt super, den schwarzen, fahr die City-1 ab und Okay, ja. Dann trage ich dich da ein mit einem 1er-Bus, ne? Trägst du einen 1er-Bus ein? Perfekt, genau, super. Achso, es ist ja schon eingetragen, ne? Nee, aber bei mir. Ja, genau. Das ist schon super, vorher eingetragen gewesen. Ich hoffe, Harry fährt jetzt wirklich nicht, weil... Ja, dann hat er Pech gehabt. Weil er ist noch eingetragen. Seltsam. Ja. So. Hat sich nicht ausgetragen, der Harald. Aber ich nehme nicht an, dass er fährt, sonst würde er nämlich fahren. Gehen wir davon aus. Ich hoffe, der Kollege trägt das jetzt auch ein in das Adventure. Ja, wenigstens der ist getankt. Ist die Tür jetzt automatisch zugegangen beim Einsteigen? Kann das sein? Gut, der ist aber sehr schwammig. 10 auf der City 1 mit Bus 1. Uah. 21 auf der Nord 1 mit Bus Nummer 7. So, jetzt darf ich mich mit der neuen, in Anführungszeichen, Nord 1 auch nicht verfahren, weil die bin ich jetzt auch schon länger nicht gefahren. Ah, da ist schon wieder so viel los da bei Crucial Fix. Der Bus sehr laut, da werden wir gleich leiser drehen, damit der Wind auch ein bisschen leiser wird. Das Pfeifen ist schon anstrengend mit der Zeit. Stadtpark. Keiner möchte in den hohen Norden bei dem Schneegestöber. Jetzt bin ich gespannt, was so los ist. So, 3 Minuten müsste Sonnenuntergang sein. Man sieht's, da hinten wird schon dunkel. Hm. Na, ich glaube, es geht mit der City 1, ne? Ja, mit der Nord 1. Mittlerweile sind wir die auch schon so oft gefahren, dass man sich da gar nicht mehr vertut und die alte Nord 1 fahrt. So. Richtung Alter. North Dakota ist die echte Stadt. Ja. Also Bismarck heißt das. North Dakota ist der Bundesstaat wahrscheinlich. Aha, Bismarck ist die echte Stadt, okay. Und Ludendorff ist von Bismarck eine Parodie. Aha. Aber wie kommt da der Zusammenhang?
Wahrscheinlich, weil Bismarck ist ja, glaube ich, ne, ein Name oder so. Bismarck gibt es ein Schiff. Das ist ja, glaube ich, von einem Namen, oder? Eine Person, General oder irgend sowas. Und vielleicht war Ludendorff dann auch irgendeine Person. Ja. Hört sich deutsch an. So, jedenfalls kein Kanadier, glaube ich. Alter. 32. Ich glaube, da ist 31 normalerweise, aber wir sind ja auch ein bisschen später weggefahren. Was, wenn der Motor an ist, geht die Tür jetzt neuerdings zu? Das ist interessant. Also wenn man den Motor anstartet offenbar dann, muss ich mir dann nochmal anschauen. Also das dürfte ja auch neu sein. Also wird halt irgendwann in den drei Wochen, wo ich nicht da war, passiert sein, nehme ich an. So. Also dieser Bus, ist das nicht der DQ-Bus, oder? Der hat für mich jetzt andere Fahreigenschaften, als ich das gewohnt bin mit der Nord. Also ich könnte sagen, vor drei Wochen haben die Nordbusse noch andere Fahreigenschaften gehabt. Aber der ist direkter und schneller in der Kurve, kommt man vor. Also er reagiert schneller quasi beim Einlenken, so habe ich jetzt das Gefühl. Aha, wenn die Tür offen ist und man macht den Motor an, geht die Tür zu. Na, interessant. Das bedeutet aber, wenn die Tür, während der Motor an ist, geöffnet wird, dann geht die dann nicht automatisch zu, ne? Das heißt, wenn in Palito Bay wer aussteigt zum Beispiel, oder überhaupt wer aussteigt, muss ich manuell dann die Tür zumachen oder halt mit anfahren wieder, ne? Ich dachte, jetzt geht die generell automatisch zu, aber, hm. So, ich bin gespannt, wo das Problem war. Jetzt bin ich überhaupt gespannt. Ob es in Norden, wo Sand liegt, auch schneit. Was werden das dann? Ein Sand-Schneesturm? Gibt es sowas auch im Real Life? Wahrscheinlich, ne? Wenn es einmal in Los Angeles wirklich schneien würde, könnte das passieren. Aber ist die Frage, ob es wirklich dort schneien würde. Ah, dunkel. 35, finster. Lichtschalter aus. Super. Und da vorne gleich eine Nebelsuppe. Da habe ich gestern einen Screenshot gesehen. Das hat auch lustig ausgesehen. Oh, wir fahren jetzt direkt rein. Na toll. Sichtweite 0. Naja, super. Captain. Hier ist die Boeing 737. Max Namen. Die befinden sich auf 5000 Fuß Höhe. Sicht ist 0. Wir fahren mit Autopilot, ne? Da kann ja eh nichts passieren. Das ist wirklich schwierig. Also, wenn da jetzt vor mir was kommt. Vielleicht hat er deswegen abgebrochen, wegen dem Nebel. Aber das hätte er ruhig sagen können, wenn ich ihn schon frage, ob es wegen dem Wetter ist oder wegen dem Schneegestöber. Hätte er sagen können, ja, das ist ziemlich dichter Nebel. Aber vielleicht war es auch was anderes dann. Da wird es schon schwieriger noch. Also, je weiter man runterkommt. Das ist wirklich blöd. Also, ich glaube, da muss ich auch abbrechen, weil ich sehe nichts. Und nichts sehen ist, glaube ich, schlecht. Oh, Stoppschild. Das ist so ist der Falco ums Leben gekommen damals. Also, er ist nicht mit dem Bus gefahren, aber ihn hat den Bus mitgenommen da in. Ne? Wo war das? Auf einer Insel mit zwei Bergen? Nein, auf einer irgendwo in der Karibik. Hatte Falco, ja, ne, der 1997, glaube ich, gestorben ist, hatte ein Haus und ist dann mit dem Auto gefahren im dichten Schneegestöber und ein Bus ist gekommen, ne, und war klar. Das muss genauso gewesen sein wie jetzt. So kann man sich das vorstellen. Also ich glaube, ich muss da abbrechen, ne, weil ich weiß nicht, ob ich da eben was sehen würde. Das ist nicht mal von der Grafik her, wenn da wirklich was ist, dann haben wir das Problem.
dass ich das nicht sehe. Das liegt nicht an der Grafik, das ist wirklich Nebel. Ich schau mal kurz, wie es in der Ego-Perspektive aussehen würde. Ja. Wie wechsle ich denn? Ups. V. Oh. Oh, da schaut es aber besser aus. Das ist aber auch interessant. Punktcheck. Also da geht's. Check. Ah, das ist interessant. So geht's aber besser, weil ich sehe Schilder und so weiter. Also müsste ich auch sehen, wenn vor mir ein Auto ist. Also da geht's dann wieder. Das ist komisch, ne? Ich hoffe, dass ich dann auch Autos sehe, die vor mir stehen würden. Weil wenn ich Schilder sehe, muss ich davon ausgehen, ne? Ich glaube, da ist kein Fahrgast. Wir sind davon, dass die Fahrgäste jetzt sowieso nichts sehen würden. Mal schauen, wie lange das so geht, aber wenn das jetzt da... Na okay, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Na, ja, das... Ich glaube, das geht dann nicht. Naja, also bis Palito Bay traue ich mir das nicht so zu fahren. Das funktioniert nicht, da muss man abbrechen dann. Ne? Schauen, ob ich überhaupt die Abbiegung finde. Gut, dass wir Navi haben. Es hat auf jeden Fall mit der Höhe komischerweise zu tun. Oder nicht komischerweise, ist eh logisch. Irgendwo hört er die Decke auf. Das ist aber auch komisch, ne? Dass das wie wenn man einen Ring haben, jetzt habe ich hier die Abbiegung kommt erst. Wenn wir so einen Nebelschutzring hätten. Na, das ist blöd, das ist nicht gut. So, ich werde mich zum Yellow Check-In stellen. Aber das hätte Harry schon sagen können, dass er wegen Nebel abbricht. Und hätte ich mich ausgekannt auch. Dann hätte ich nämlich gewusst, dass ich nicht fahren brauche, weil... Ne? Macht ja keinen Sinn. Wenn man nichts sieht, kann man nicht fahren. So könnte schon, aber es geht sich in der Zeit nicht aus. Na, hier ist die Nord 1. Ich muss auch bekannt geben, dass ich aufgrund des dichten Nebels die Runde abbrechen muss. Ich glaube, Nord 1 ist zurzeit nicht möglich, wenn der Nebel so stark ist. Okay, Jack. Also es ist zumindest nicht sinnvoll. Komischerweise die Flammen da hinten sieht man, das ist schon ein bisschen so, wie wenn wir so einen Nebelschutzring hätten. Aber naja. Sieht nicht bei Bobs Haus, stimmt, ne? Hab nicht mal bemerkt, dass wir da vorbeigefahren sind. So, jetzt werde ich, weiß nicht, wie ich da am besten zurückfahre. Ich muss mich hier ans Navi orientieren. Ich glaube, das Beste ist, ich fahre auf die Autobahn. Hoffe, dass man keiner reinfahrt und dass ich keinen reinfahre. Fahr halt sehr langsam. Mit Warnblinkanlage. Im Real Life wird es ja auch nicht anders gehen. Wie komme ich denn da jetzt schnell auf die Autobahn? Na, gerade. Dann rechts. Hä? Klar, da rechts, ne? Bin mir früher auch gefahren. Ich habe jetzt mit Nebel natürlich noch weniger Orientierung als sonst. Dass das überhaupt noch möglich ist, ne? Aber es ist möglich. Wenn das jetzt auf Venture schreiben, das aufgrund des Nebels. Keine Nord-1-Fahrt. Ausfall wegen Nebel. Das wurde auch nie besprochen eigentlich, ne? Wetterverhältnisse, wie man da umgeht, aber. Es geht halt auch nicht anders, als dass man sagt, man bricht das ab, die Runde. Wetter war nie ein Thema, ne? Auch Nebel komischerweise nicht, weil das stelle ich mir dann schon so vor, dass in Los Angeles schon auch mal starker Nebel ist, auch wenn es dann nicht regnet, oder? Müsste man einen Meteorologen fragen. So, jetzt muss ich nach links. Dann müsste da die Autobahnauffahrt kommen. So, dann fahren wir gemütlich mit 30 Meilen pro Stunde durch die Nebelsuppe nach Hause.
Wie kommt ein Bob da jemals wieder raus? Das ist dann der Nachteil, wenn man da draußen wohnt, ne? Das ist auch das Problem, weil das tief ist. Viel tiefer als Los Santos offenbar. Und deswegen der Nebel so stark ist. Bob will gar nicht raus. Er muss auch Geld verdienen irgendwie. Ne? Da hört man das, die Sounds hier von der JVA. Vom Gefängnis. Stell dir vor, so nach Palito Bay zu fahren und die ganze Runde zu fahren. Das bringt halt nichts, ne? Interessant, wie das ausschaut, wenn da ein anderes Fahrzeug entgegenkommt, aber wir sind ja da auf der Autobahn. Wenn da ein Fahrzeug entgegenkommt, dann ist es blöd, glaube ich. Achso, auch schon so eine Nebel oder was? Ja, interessant. Da war den ganzen Tag schon so ein Nebel. Ich hatte jetzt die Theorie, dass der Nebel vielleicht jetzt erst am Abend gekommen ist, wo es so dunkel ist. Offenbar ist das dann gleich mit dem Schneegestöber. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Da lockert sich's ein bisschen auf. City 1 an Nord 1. Nord 1 hört. Wir wechseln danach mal die Runden. Du fährst dann City, ich fahr Nord. Ja, check. Wenn du vor mir dran bist, kannst du schon mal umtragen. Ja, mach ich. Dankeschön. Ende. So, und jetzt ist der Nebel wieder weg. Aber wir fahren runter. Das hat dann nichts damit zu tun, sondern dass da offenbar der Nebel wieder weg ist, sobald man in Los Santos ankommt. Ah, zweite Runde Nord 1. Ah, interessant. Also mit dem Nebel, ne? Also ich traue mich da nicht zu fahren. Ich weiß nicht, ob andere Leute dann nicht abbrechen und das durchziehen. Mit 70 oder mit 60 über die Autobahn durch die Nebelsuppe, aber das wäre auch, glaube ich, unrealistisch. Man müsste im Real Life, gibt es dann auf der Autobahn so Punkte, glaube ich. Ich bin zum Glück auch noch nie im Real Life bei so dichten Nebel gefahren. Aber schon bei dichterem Schneegestöber, ist aber auch schon über 10 Jahre her. Und da muss man dann so langsam fahren. Man hat dann so Punkte normalerweise auf der Seite, die reflektieren, diese orangenen Punkte. Und da steht dann, wie viel Abstand man halten soll und so weiter. Oder wie schnell man fahren darf, wenn man noch zwei Punkte sieht und so ein Blödsinn. Ne? Ups. Ich glaube, mehr als 20 km/h kann man dann auch nicht fahren auf der Autobahn. Wenn es wirklich so dichter Nebel ist, dass man gar nichts mehr sieht. Kommst du gerade ständig auf den Punkt? Na, nur einmal kurz. Was heißt ständig, wenn ich einmal kurz auf den Funk tippe? Kann ja mal passieren, dass ich auf die blöde Taste komme. So. Kann dir zeigen, wie das sich anhört, wenn ich ständig auf den Funk komme, ne? So wie bei Harry oder bei Peter. Da fragt auch keiner nach. So, Wart 1 wird freigelassen. So. Lass mal da immer eins frei? Nein. Warum steht in die City 1 da? So, weil er die. Der hat ja den schwarzen Bus genommen. Ne? Ach Gott, was mache ich da schon wieder für einen Blödsinn? So. So. Zack, 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 zack. So. Nord 1, Ankunft am ZOB. Check. So. Na? Max wird alt, denn er ist schon alt. Älter werden. Viel älter kann man eh nicht mehr werden mit 66. Oh ja, dann 67 im Jänner. So, wir müssen umtragen.
Also ich fahre jetzt den grünen Bus weiter, oder was? Schon, ne? Reingehen, weil es ist kalt. Also. Da ist es schön warm. Jetzt ist es wieder hell, ne? Das war nur im Norden so. Dass es dunkel wurde. Da ist es wieder hell. Das ist auch komisch, ne? Nein, gestern war ich nicht so lange, glaube ich, unterwegs, oder? Dann bin ich nicht. Ich kann danach schauen, wann ich gestern die letzte Runde gefahren bin. Aber ich glaube, ich bin um 19 Uhr die letzte Runde angekommen. Also 18:30 die letzte Runde. Schauen wir mal. Das ist, also, oh ja, gestern war Montag. Muss ich da sein. 20. Hier, 19, ah nein, 19 Uhr die Runde bin ich noch gefahren. Ja doch, dann war es 19:30, genau. 19:34 war es dann dunkel. Und das passt dann schon. Also gestern war es dann dunkel, da hat vielleicht das Schneegestöber gestern aufgehört. Es war ja vorher auch dunkel im Norden draußen. Weiß aber nicht, ob es jetzt so geschneit hat auch. Hm. So umtragen. Warum tragt Harry das schon wieder 3 Runden vor, wenn er dann eh nicht da ist, ne? Nur Chaos. So, wer ist das? Eric. Eric McAndrew. Er möchte das, möchte jetzt Nord fahren. Zack. Viel Spaß. Also ich warne ihn, dass da null Sicht bei mir war und dass man sehr langsam dann fahren muss, wenn man keine Sicht hat. Es könnte sein, dass ein Auto steht auf der Fahrbahn. Wenn man mit 60 Meilen pro Stunde, was 90 km/h oder so wären, gegen ein stehendes Auto mit dem Bus fährt, ich glaube, das ist nicht sehr gesund. Weder für den Busfahrer noch für den, der dann im Auto sitzt. Aber der Fahrer muss das selbst beurteilen und selbst entscheiden. Genau, wir fahren mit dem grünen Bus und der Siemer-Bus wird nämlich anbleiben. So, und wir brechen diese Runde hier ab. Abbruch wegen dichtem Nebel. Enel, nein, Nebel. Also. Abbruch wegen dichtem Nebel. Also Nord 1 natürlich. So, 19 Uhr, bla 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 bla. Ich glaube, das passt so, ne? Ja, und dann letzte Runde fahren wir City 1 nochmal. Dann haben wir alles durch. City 2, City 1, Nord 1. Das ist Abwechslung. So mag ich das am liebsten. Wenn jede Runde was anderes ist. Ah, der T8YPL hat Lampenschäden und Frontstoßstange defekt. Okay. So, haben wir einen neuen Mitarbeiter, wenn Gespräch war. Das sind ja wieder so viele Leute, ne? Die ich nicht kenne, aber diesen Liam De Luca, der Name sagt mir was. Aber ich kann nicht sagen, woher. Der war schon vorher mal da, oder? Vielleicht täusche ich mich, vielleicht hört sich dann nur so ähnlich an wie ein Name, den ich schon mal gehört habe. Oder vielleicht habe ich ihn, bevor ich die Pause gemacht habe, kurz mal gelesen. So, wer ist jetzt alle da? Thilo, Martin, Jack, Vincent, die kennen wir alle. John, David, Thomas, Sucre, kennen wir auch. Michael, kennen wir auch. Nevis, Vitale. Kenne ich nicht. Das ist die 09. Okay. Der hat mir, glaube ich, eine SMS da geschrieben. In meiner Abwesenheit, dass er jetzt den Führerschein beginnt. Keine Ahnung, warum mich das betrifft. Aber ich glaube, der hat LST08 geschrieben gehabt. Aha. Vielleicht haben die getauscht. Eric McAndrew Fahrt, den kennen wir jetzt schon. Peter Shark, James Anderson, Hauke Morris kennen wir. Barry kennen wir. Henry kennen wir. Bob kennen wir auch. Flüchtig. Matt Taylor kennen wir. Nepomuk Larsen kennen wir nicht. Nepomuk erinnert mich an die ERV, ne? Da gibt es auch immer den Nepomuk. Aber es ist auch ein Name gewesen, ein sehr altertümlicher Name. Es wäre interessant, woher der kommt. Also was der spielt, woher der kommt. Wenn er so einen Vornamen hat.
Larsen passt dann gar nicht so zum Vornamen. Ich weiß auch nicht, woher Nepomuk der Name kommt. Ob das jetzt zum Beispiel ein deutscher, preußischer Name ist oder ob das auch eher österreichisch-ungarisch oder so ist. Interessant. Lukas Weber, glaube ich, kennen wir. Harald Günther kennen wir auch zwangsweise. Max Norman, John Bones, Matthew McTavish, Chris Hünemann kennen wir. Liam De Luca, kenne ich, sagt man vom Namen zwar was. Jack Peterson, noch nie gehört. Und Rebecca David, auch nicht gehört. Da ist die Frage, was ist da der Vorname? Aber ich nehme an, Rebecca. So, das heißt, unsere Aushilfe, die Bailey, die ist jetzt auch nicht mehr da. Die hat anscheinend komplett gekündigt. Die war dann nur mal Aushilfe. Aber wir sind 27 Leute jetzt. Klar, wenn 10 Leute davon in der Controlling sind, ne, muss man auch mal die Busfahrer aufstocken. Naja. So, wie schaut's denn aus mit Venture? Die CT1 ist schon da, oder was? Ich höre da Motorgeräusche. Ach, Los Santos Transit, ich muss das Passwort dabei erst, ne? Kurz Meterschutz, man sieht das übrigens nicht in den kleinen Fenster. Also ich hoffe es, aber ich habe das getestet mit der Lupenfunktion. Wenn das so klein ist, sollte man das nicht sehen. So, jetzt nur mehr die Bestellung finden, wo das Passwort drin ist. Ah, da ist. Ne. Man könnte sich das Passwort merken, wenn man da so Eselsbrücken sich baut. Dann müsste das eigentlich auch gehen, aber das ne, mache ich dann irgendwann mal, wenn ich mehr frei habe im Kopf. So, Los Santos Transit. Ne. Passwort, Login. Ah ja, super. So, schaut mal um. Venture Center, Profil, City 1 und Nord 1. Ja, jetzt bleibt sie gleich, aber. Aha. Hi. Ah, hallo. Dann fahr ich, also ich habe mal mit Matt gesprochen. Ah, ja. Weil der, also der weiß jetzt auch, dass drei Nordtouren hintereinander nicht richtig stattfinden konnten oder gefahren wurden. Ich weiß nicht, warum Harry abgebrochen hat, aber ich habe jetzt wegen dichtem Nebel abgebrochen. Ich hatte null Sicht und das war mal zu gefährlich, dass ich da jetzt herauf war. Ich bin mit der 15 Meilen pro Stunde jetzt die Autobahn zurückgefahren. Mhm. Also das ist nicht, das ist sehr gefährlich auf jeden Fall. Wäre sich ja auch natürlich dann in der Zeit auch gar nicht ausgegangen, ne, wenn ich hier durchgefahren wäre. Ich hab's ihm jetzt nochmal gemeldet, nicht, dass er nachher liest, Abbruch, 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 weil das muss ja immer dahinter stehen. Na, Harry hat sich ja nicht eingetragen mit Abbruch, nämlich. Ne? Ich hab's jetzt für mich eingetragen, meine Runde. Das schreiben wir noch schön hinter ihm, sonst kriegen wir nachher noch auf den Deckel. Na, Harry kriegt dann auf den Deckel, weil er nicht eingetragen hat. Er hätte ja auch Bescheid sagen können, warum er abbricht, weil ich habe ihn noch gefragt, wegen Schneegestöber, hätte er ruhig sagen können, dass das der Nebel ist. Wenn es bei ihm auch Nebel war, aber ich nehme an, ne? Ja. Dann hätte ich gewusst, dann hätte ich ja gar nicht fahren brauchen. Hätte man die Nord 1 ja generell ausgesetzt, wenn das Wetter halt dementsprechend ist. Das ist auch, guck mal an, wie ich es gemacht habe. Dann können sie sich an den Fahrer wenden, der gefahren ist. So, warte mal. Ja, genau. Ganz Abbruch. Oder du schreibst halt nur Abbruch rein, ne? Aber warum, das muss dann die Harry halt schreiben. Aber so 18 Uhr. Ist er auch gefahren, weil da war er gar nicht eingetragen. Nee, da war zwei Runden ist er gefahren. Der meinte auch nur, bis spätestens 20 Uhr, also wäre das jetzt gerade seine letzte Runde gewesen. Aber er hat sich ja im Voraus auch schon eingetragen, die zwei Runden jetzt, ne? Folge und diese Runde jetzt. Das habe ich jetzt aber überschrieben. Ja, eigentlich, insgesamt hätte er drei gehabt jetzt, mit der, wo du gerade gemacht hast für ihn. Achso. Okay. Ja, weiß nicht, vielleicht. Ja, vielleicht muss der auch dringend weg, ich weiß es ja nicht mehr. Mhm. Aber dann müssen sie bei ihm halt nachfragen, weil ich kann natürlich auch nicht sagen, warum Leute abbrechen, warum andere Busfahrer abbrechen, muss er natürlich selber wissen. Ja. Naja. Aber der steht bei davor gar nicht drin. Ja eben, ne, der eine Runde da um 18 Uhr, da war er gar nicht eingetragen, nämlich. Ach so. Ach Mann, jetzt habe ich es nochmal gespeichert. Also ich habe jetzt Venture drinnen gelassen, weil City 1 Nord 1, ne, aber. Mhm. Na super, du fährst jetzt City, ich fahr Nord. Genau, ich nehme auch den Viererbus. Jetzt ist ja. Ne, 20 Uhr steht gerade gar nicht drin. Was hey, du hast gerade die Runde geändert, die wir gerade hatten. Aha. Das ist alles verschoben gerade.
Jetzt ist da, da ist der Fehler. 19:30. Ah, stimmt, ja. Ah, stimmt, das recht. Ja. Wir sind alles eine Stunde zu eine halbe Stunde dahinter. Machst du das, wenn du am Flughafen bist, bitte? Ja, wir haben ja noch 3 Minuten nach Zeit. Setzen. Was? Das kann ich ja jetzt gleich noch machen, ne? Das haben wir noch Zeit. Reicht dir das? Also warte mal, welche Runde ist Harry zuerst gefahren? 18:30 oder was? Warte, jetzt hatten wir gerade, jetzt wäre seine dritte gewesen. Dann rechne ja, mal kurz bin, zurück. 19:30 war die dritte, 19 Uhr die zweite, 18:30 die erste, richtig. Okay. Ich bin 19 Uhr in Dienst gekommen, da bin ich City 1 gefahren. Nein, City 2 gefahren, genau. Ja, dann ist da der Fehler, dann. So, das heißt 18:30 lösche ich mich raus. Dann bin ich jetzt in Nord 1 gefahren und du bist gefahren City 1 mit dem 1er-Bus. Genau. So, 21:07. Und nächste Runde tauschen wir einfach, beziehungsweise ich fahre mit dem 4er-Bus. Genau, du fährst den 4er, ich fahre. Was ist das? Der 6er, der 8er? Der 7er? Der 7er-Bus. Der Nord 1 ist der 7er-Bus. Okay. Gewesen, mit dem ich jetzt gefahren bin. Ne? Mhm. So, warte mal. Da, 10. Mache ich jetzt auch noch 20 Uhr Runde und 20.30 Uhr und dann bin ich ab 21 Uhr selber wieder im Feierabend. Du hast gesagt, Harry ist 3 Runden gefahren, aber die letzte, nee, die wollte er noch fahren, die ist aber nicht gefahren. Ne, die dritte ist er nicht gefahren. Genau, okay, ja, genau. Ja, passt ja. Also 18:30, 19 Uhr, 19:30 wollte er noch, ist aber nicht. Genau. Was für ein Heckmeck, ich weiß schon, wo die Chefs nachher wieder hinrennen. Vor allem der James, der hat mich so auf den Kieker. Achso, warum das denn? Keine Ahnung, ich mag den Kerl nicht. Hat mir zu sehr einen Stock im Arsch, aber immer, der, weißt du... Da vergesse ich einmal, weil ich schnell einen Feierabend muss, zu tanken. Und wer kriegt direkt wieder einen auf den Deckel? Ich. Achso. Naja, das gut. Ist einmal passiert und dann kriegst du direkt. Aber anderen, da rennt er bestimmt nicht hinterher. Ich komme mit dem James nicht klar, ne? Ja, komm, ja gut, dann ist er auch nur auf bestimmte Personen offenbar so. Ja, ja. Ich glaube einfach, der ist ein bisschen eifersüchtig, weil der Matt jetzt Ausbildungsleiter ist und er nicht. Achso. Na gut, der ist ja auch älter von der Jahres, vom Alter her, ne? Ja, aber ich finde, der Matt, der sieht halt alles ein bisschen lockerer, aber nimmt die Arbeit dennoch so ernst, wie man sie nehmen muss. Und na, ich hatte mit James eigentlich so wenig zu tun, muss ich sagen, ja, mit Matt mehr. Na gut, wir müssen ja schon fahren, ja. Gute Fahrt. Gute Fahrt, ja. Aber er sieht auch alles sehr locker, ne? Ich glaube, so locker ist der aber auch nicht hier, der Eric. Da regt sich der eine hektischer beim anderen über den anderen hektischen auf. So, ich muss kurz was essen da. So viel Zeit muss schon sein. Der Nord 1 mit Bus 7. So, 21 unterwegs. City 1 mit dem Bus Nummer 4. So, warum ist die Musik jetzt aus? Ja, Chaos, aber der Harry, da muss der Harry das schon überschrieben haben, ne? Der hat mich nämlich vorher überschrieben, die erste Runde, wo ich gefahren bin. Oder habe ich das vielleicht falsch gesehen und habe ich in der Zeile verschaut? Kann auch sein. Aber er hat sich trotzdem nicht ausgetragen, ne? Ja, wie gesagt, vielleicht muss der auch schnell weg oder so, ne? Das... kann ja auch sein. So, wie fahre ich jetzt? Links. Aufpassen, das sieht die 1 jetzt. So, sind wir wirklich jede Runde anders gefahren? Jetzt fahren wir die City 1. Das ist vom Denken her schwierig. Wenn man jetzt City 2, City 1 jeweils mit neuer Strecke, ne? Das ist gar nicht so einfach. Dass man sich nicht verfährt. Er ist auch nicht getankt. Das ist die Frage, was der wirklich gemacht hat, der James, ne? Wenn der einmal vergisst zu tanken, das wird ja kein Problem sein, ne? Das passiert dann halt mal, aber... kommt davon, wie er es sagt, ne? IC habe ich von James noch nicht so... strenge Worte sozusagen gehört.
Mir gegenüber zumindest nicht. Aber vielleicht nimmt er seine Ausbilderrolle da ziemlich ernst. Muss ich überlegen, ob ich noch richtig bin, aber ja, da vorne ist die Haltestelle. Ich muss mich da kurz konzentrieren, damit ich mich da jetzt nicht verfahre. Aber ich weiß, gleich nach der Haltestelle links. So. La Mesa war das. Und jetzt geht's weiter nach El Buero Heights in dieser Enge. Und da muss ich schon früher einlenken. Ja, das geht sich aus. Da muss man aufpassen hier. So. Und dann nach der Feuerwehr rechts und dann gleich nochmal rechts. Dann sind wir richtig. Verspätet, aber richtig. Na, ja, Feuerwehr. Wo ist der Winterdienst eigentlich? Ne? Jetzt könnte es eigentlich einen Winterdienst geben. Müsste man auch Schnee schaufeln. Wo sind die Schneeschaufeln? Da steht der Trans Am schon wieder. Ist das ein anderer? Der vorher beim Little Italy gestanden ist. Ja, ziemlich teure Autos hier. SUVs beim... hier ist, glaube ich, die Haltestelle, oder? Hier oder da vorne? Ist ja egal. Will eh keiner einsteigen. So, und dann geradeaus durch bis Cypress Flats, beziehungsweise bis wir abbiegen müssen. So. Aber offenbar ist dieser James Anderson, ne? Gegenüber Untergebenen sozusagen, die in der Hierarchie ein bisschen darunter stehen, strenger. Aber das ist halt, ja gut, das ist halt sein Charakter dann. Offenbar hat er einen Anschiss bekommen, weil er mal tanken vergessen hat. Aber jetzt fällt es mir zum zweiten Mal auf. Na gut, da musste er nicht tanken, wenn er es übergibt. Aber vorher, ne, war auch nicht getankt. Und wenn der Bus mal halb voll ist, ne, beim Übergeben sozusagen, das ist schon ein bisschen, ne, blöd. Und da muss man natürlich Leuten aufmerksam machen drauf. Also müssen nicht, aber kann man Leuten aufmerksam darauf machen, dass sie beim nächsten Mal tanken sollen. Aber das ist immer die Frage, wie man das natürlich sagt. Und offenbar war James da ein bisschen strenger. Gegenüber jetzt Eric offenbar mal. Ich bin mir sicher, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Dass man so dieses Feingefühl teilweise nicht hat, wie man mit Leuten spricht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schaffen das ältere Leute oft auch nicht. Aber interessant ist, er sagt, dass der eifersüchtig auf Matt ist. Keine Ahnung, was da die Hintergrundgeschichte war, ob sich die beide vielleicht beworben haben für die Controlling und Matt wurde genommen und James nicht. Und da habe ich gesagt, mit Alter, ne? Deswegen, das, so hatte ich das jetzt im Hinterkopf, deswegen habe ich gemeint, na, vom Alter her ist natürlich Matt der, der erfahrener ist. Und da würde ich das auch eher Matt geben. Auch weil Matt wahrscheinlich ein bisschen ruhiger ist als James. Offenbar. Schließe ich jetzt auch nur aus dem, was hier gerade gesagt wurde. Oh, vielen Dank fürs Folgen, Cheats. Oder Cheat, oh, Cheats. Danke sehr. Danke fürs Reinschauen und fürs Folgen. Schönen guten Abend. Wir sind im Schneegestöber in Los Santos. Wir fahren die letzte Runde für heute. City 1. Und sind unpünktlich am Flughafen, aber pünktlich dann wieder bei der Abfahrt, weil wir haben ja 2 Minuten Standzeit. Darf dann nicht tanken vergessen. Wo tankt man bei der City 1 dann wieder? Muss ich nachher noch eine... Oder ich gehe jetzt tanken. Nein, bei Mirror Park. City 1 kann man im Mirror Park tanken. So... Na, Servus, bist du auch Österreicher wahrscheinlich, wenn du mit Servus grüßt oder Bayer? Auf Ansage von Tilo, Nord wird abgebrochen, nicht mehr gefahren heute. Na, check. Ach so, ein Wunder. Nein, wenn Nebel ist, müssen wir abbrechen. Ab der nächsten Tour fahre ich City 2, du City 1. Na, ich bin nächste Runde außer Dienst, für mich ist das jetzt die letzte Runde. Okay, verstanden. Glaube ich auch. Da brauchen wir jetzt Thilo dazu, dass der das entscheidet, ne, ob er die Nord 1 abbricht. Also muss der Fahrer natürlich schon selber entscheiden, ne, aber...
Weiß nicht, ob man der Thilo Bescheid sagen muss, dass jetzt nicht der Nebel ist und Nord 1 nicht gefahren war. Ich weiß nicht, weil der Thilo im Dienst ist. Zum Beispiel. Also du bist auch Österreicher, denke ich mal, mit Servus. Aber ich glaube, in Bayern, hier, Bobby Wolten, kommt aus, wie sagt man, Nordbayern? Aus dem Bereich Nürnberg. Nördliches Bayern, ne? Ich glaube, da kennt man Servus aber auch als Begrüßung, ne? Glaube ich. Aber es ist vom Dialekt dann wieder anders. Ich glaube, man würde, glaube ich, beim Dialekt von Bob nicht erkennen, dass er Bayer ist. Für uns jetzt als Österreicher, was man halt typisch als Bayer identifizieren würde. Oder assoziieren würde. So, Einreise ist heute nicht. Das ist super. Ja, Falco, ne? Ja, Falco hat schon gute Musik gehabt. Ne? Spielt's auch bei uns im Radio öfters. Hauptsächlich Rock Me Amadeus. Ja, Falco war gut. Haben wir auch gesprochen drüber, ne? So passiert's, wenn man im Nebel mit dem Bus fährt. Dann, man sollte nicht mit dem, oder auch generell nicht bei dichten Nebel mit dem Auto fahren. Also, na, Bob hat nichts gegen Falco gesagt, glaube ich. Ich glaube, er mag auch Falco. Ich glaube, jeder mag Falco. So. Spielst du auch auf Lucky V zufällig, Cheats? Es gibt auch nämlich einen Österreicher, den haben wir zu Halloween kennengelernt, der wirklich wienerisch, mit Wiener Dialekt spricht. Der heißt auf Twitch, glaube ich, Paddy Royal. Der war öfters mal Fahrgast hier. So im Halloween-Zeit herum und war dann Tankwart und so weiter. Und der hat nämlich, weil der mit einem sehr tiefen Wiener Dialekt gesprochen hat, er war dann bei mir zufällig im Chat und da habe ich ihn gefragt, wie kann er auf Lucky V mit dem Dialekt quasi. Oh, meine Tastatur hat Ausfälle. Ist nicht gut. Warte mal ganz kurz. Technisches Problem. Warum ist meine Tastatur jetzt ausgefallen? Ich habe so eine Wireless-Tastatur. Mal kurz schauen, ob der Akku leer ist oder so. Okay, leer nicht, aber er zeigt halb voll an. Ich stecke den mal lieber an hier. Das hätten wir jetzt gleich einen Unfall gehabt, weil die Tastatur hier kurz geflackert hat. So, und Strom anschließen. Ich hoffe, das passt dann. So. Aber ich kurz nicht lenken können, das ist blöd. Also, wir kommen jetzt von Falco auf Tokyo Hotel. Das geht nicht so gut, glaube ich. Ich lese immer nur die Hälfte im Chat, weil ich mich da auf die Straße konzentrieren muss, leider. Aber dieser, also du spielst nicht selber. Ist oft eh besser. Weil man kommt auch dann nicht mehr zum Schauen. Früher, bevor ich da eingereist bin sozusagen, habe ich sehr viele Lucky V Streams geschaut. Und da komme ich jetzt gar nicht mehr dazu. Man muss sich da entscheiden, spielt man selber oder schaut man lieber zu. So, und dieser Paddy Royal, ne? Ich habe den gefragt, weil er dann bei mir im Chat war, wie kann der auf Lucky V einen Österreicher mit so einem wirklich tiefen wienerischen Dialekt spielen? Und er hat gesagt, er hat das als OOC-Info angegeben. Das, also bei der Bewerbung, dass er das nicht, dass er quasi nur so sprechen kann, dass er nicht Hochdeutsch sprechen kann. Und deswegen möchte er es ausspielen, dass er aus Österreich kommt. Und so haben die ihm das durchgehen lassen, dass er einen Wiener Charakter spielt. Obwohl es ja die Regelung gibt hier, sie wollen kein Little Germany haben. Deswegen werden Charaktere aus Deutschland, Österreich, Schweiz, also aus dem deutschsprachigen Raum, eigentlich abgelehnt. Aber es gibt Ausnahmen auch. So. Nord 1 an ZOB. Check. So. Und wir haben vorher, sind wir Nord 1 gefahren. Ja, die Nordlinie hier. Und das war dichter Nebel aufgrund dieses Schneefalls. Wenn man in Norden fährt, es ist jetzt extrem dichter Nebel, man sieht nichts mehr. Ich habe jetzt die Nord 1 abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich sehe nichts. Jetzt wollte aber unbedingt der Kollege hier auch nochmal ausprobieren, ob er vielleicht doch was sieht oder so. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist das von höchster Stelle quasi vom Geschäftsführer untersagt worden, dass wir das abbrechen. Ich habe nämlich das Gefühl, der wollte das trotzdem fahren oder vielleicht sieht er den Nebel auch nicht, keine Ahnung.
Vielleicht hat er geglaubt, das ist ein Grafikfehler oder so. Naja. Ich denke, da brauche ich keinen Geschäftsführer, dass der für mich entscheidet, ob ich ob ich die Fahrt abbreche, wenn ich null Sicht habe. Ne? Das muss ich als Fahrer ja selber so weit, ne? Sein, dass ich sage, ich breche das ab, weil wenn ich nichts sehe, dann kann ich nicht fahren. Ne? Das ist viel zu gefährlich. Abgesehen davon, dass es sich von der Zeit dann sowieso nicht mehr ausgeht. Ja, wahrscheinlich hat er sich das gedacht. Aber Harry, der vorher gefahren ist, der hätte schon Bescheid sagen können. Dann wäre ich gar nicht gefahren. Aber ne, anderes Thema, ne? Naja. Also du hörst nur Oldschool-Rap, also Bob hört nur Oldschool-Rap oder Sachen aus den 90ern. Ja, 90er-Sachen sind schon gut. Ich komme mit den neuen, also mit den neuen Liedern oder mit den aktuellen Liedern, die es da auf der Ö3 bei unserem österreichischen, größten österreichischen Radiosender spielt, das kann ich mir dann auch nicht mehr anhören. Und die spielen bei uns dann immer dasselbe, halt was aktuell in den Charts ist. Und deswegen kann ich nur sehr, sehr selten in der Woche Radio hören. Ich glaube ein oder zweimal in der Woche und dann den Rest höre ich mal irgendwelche Lieder auf YouTube an, Synthwave und so weiter. Oder halt alte 90er Musik. Ja, mit den neuen Sachen komme ich da auch nicht mehr mit. So, Vespucci Kanäle, wir sind pünktlich. Und jetzt kommt der neue Teil der Strecke. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wieder verfahre. So, da müssen wir zu Weihnachten her, ne? Das Nakatomi Plaza. Da muss ich traditionell, wenn ich schon mal da bin, wenn wir schon einen Nakatomi Plaza hat, dann muss ich herpilgern. Am 24. werde ich vielleicht streamen. So um die Mittagszeit oder Nachmittagszeit. Da werde ich, glaube ich, da herfahren. Vielleicht schaue ich mir heuer dann wieder Stirb langsam eins an. Normalerweise habe ich mir das immer angeschaut zu Weihnachten, aber jetzt habe ich schon ein paar Jahre nicht gesehen. So. Nach der Brücke links abbiegen. Ja, offenbar sind viele Cops unterwegs, ne? Kein einziges Auto jetzt vor dem PD gestanden. Das heißt, entweder alle unterwegs oder alle Autos in Reparatur. So, da links abbiegen, dann die nächste auch gleich links abbiegen. Oh, irgendwo ist ein Stoppschild. Da ist das Stoppschild, okay. Da ist aber kein Stoppschild. Also, da habe ich freie Fahrt dadurch. Ja? So, und da nach links. Nein, nächste nach links. Bei der Ausfahrt des Rockford Centers. Genau. Das ist hier. So merke ich mir das, wenn ich mal das verknüpfe. Oh, hallo Rob64, vielen Dank fürs Reinschauen dir. Guten Abend. Ich habe übrigens gestern noch, du hast vorgestern Stirb langsam was. Ist ja noch nicht Weihnachten, das ist ja ein Weihnachtsfilm. Das muss man am 24. schauen. Aber nur, wenn man dazu kommt. Ich habe übrigens die Frage nochmal im Chat gelesen von Rob gestern, weil du gefragt hast. Das habe ich erst dann nachgelesen, weil ich habe beim Busfahren oft das überlese. Also Rockford Hills, ne? Weil du gefragt hast, warum du nicht zappen kannst. Das geht nicht, weil ich kein Affiliate bin. Ich müsste dazu quasi den Affiliate-Status annehmen. Den könnte ich annehmen, die Voraussetzungen würde ich zwar erfüllen, aber dann müsste ich das, dann würde ich ja quasi Geld verdienen können, theoretisch. Und dann müsste ich mich beschäftigen damit und dann müsste ich das quasi meinen Arbeitgeber melden. War das da rechts abbiegen oder nächste? Nächste, warte mal. Nein, da muss ich rechts abbiegen, oder? Das ist ein bisschen blöd, da kommt man vor. Aber es ist da, muss ich abbiegen. Glaube, ich bin so richtig. Ja, jedenfalls müsste ich diesen Affiliate-Status annehmen und dann müsste ich mich damit beschäftigen, mit Anmelden, an den Arbeitgeber Bescheid geben und so weiter und lauter so Blödsinn, weil ich dann eben theoretisch Geld verdienen würde. Okay, ich hätte da erst abbiegen müssen, egal. Und deswegen habe ich das nicht eingerichtet, deswegen kann man auch bei mir nicht subben. Ja, es bringt eh nichts, weil ich glaube, bei Twitch wird das erst ab $70 oder so ausgezahlt. Und da müssten schon viele Leute subben. Also mindestens ein Drittel, weil es glaube ich 3 Euro sind, ne?
Und was ich dann bekommen würde, also mehr als die Hälfte müssten sogar sagen, dass ich da $75 jemals ausbezahlt bekommen würde. Also das zahlt sich dann erst aus, wenn ich dann vielleicht mal so 50 regelmäßige Zuschauer habe, falls überhaupt jemals so viele Zuschauer reinschauen. Muss ja auch nicht sein, ne? Deswegen lohnt sich das bei mir auch nicht, ne? Also bringt es auch nichts, wenn man mir jetzt subben würde. Wenn das nur ein paar Leute machen würden, dann bringt es ja auch nichts. Nicht wirklich. Also es wäre mal zu aufwendig dann. Ich meine, es wäre schon, vielleicht beschäftige ich mich mal damit. Das wäre schon interessant, wenn ich diesen Affiliate-Status annehmen würde, könnte ich Emotes und so weiter machen. Das wäre schon auch nicht schlecht, glaube ich. Einfach, weil ich dann mehr Möglichkeiten für den Kanal hätte, aber... Ne? Vom Geld her wäre es ja egal, weil kommt eh nichts rein. Und ich könnte deswegen auch nicht mehr streamen. Dann hätte ich auch die Verantwortung, dass Leute bezahlen dafür, ne? Und dann erwarten, dass ich mehr online komme. Und das kann ich halt nicht aufgrund der Beruf und Studium, kann ich das halt nicht, kann ich nicht mehr bieten, als was ich sowieso schon mache. Und so aber quasi ich keinen Druck, damit ich quasi Leuten irgendwas recht machen muss, wenn sie schon dafür bezahlen. Also bezahlt keiner. Dann kann ich mir auch mal 3 Wochen frei nehmen, sozusagen. Ihr habt 10 Schilling, genau. Schilling hat man früher in Österreich. Das kennt Rob64 sicher auch noch. Als es damals Schillinge gab, vor 2002. Ich glaube, 10 Schilling waren weniger als 1 Euro, ne? 13,7603 war bei uns der Umrechnungskurs. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Aber sowas merkt man sich offenbar. 10 Schillinge waren knapp 70 Cent wahrscheinlich dann sowas, ne? 80 Cent. So, hier Richman. Genau, und Groschen war eben das, was heute Cent sind. 100 Groschen waren 1 Schilling. So. Ja, da funktioniert wieder alles mit dem Grafik, also kein Grafikfehler mehr. Und gestern war das heftig da, ne? Da hat man quasi durch den Boden geschaut. Ja, Mark und Pfennig. Was war bei euch der Umrechnungskurs zu Euro von Mark? Ich glaube fast die Hälfte, ne? Ich glaube 1 Euro waren 2 Mark oder so in der Richtung. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das war aber, glaube ich, dann leichter für euch zum Umrechnen damals. So, Weinwood Boulevard, wir sind nicht pünktlich um 1 Minute verspätet. Wieder aber aufgrund des Schneegestöbers, ne? Ist es ja auch kein Wunder. Ah, der Trans Am steht da auch. Das heißt, es gibt 2 Trans Ams, die genau gleich ausschauen. Ist auch interessant. Ihr Night Rider Auto, ne? Kit. So, ich muss noch tanken. So. Es ist übrigens immer noch hell, ne? Also solange Schneegestöber ist, dürfte es auch so hell bleiben, nehme ich an. Weil man sieht hinten schon, der Himmel ist dunkel. Der Himmel ist schon dunkel. Aber es ist so hell, weil das alles reflektiert. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber es ist halt offenbar, weil die Lichtquellen, das den Schnee so stark beleuchten oder umgekehrt. Wird das so dargestellt offenbar, aber ja. Der Vorteil, dass ich mich besser konzentrieren kann, weil wenn es dunkel wäre, wird das so blöd flackern, ne, weil sich das dauernd automatisch hier einstellt. Achso, hast noch Schilling gefunden? Ich glaube, die könnte man umtauschen bei der Nationalbank, ne? Aber ich glaube, da zahlt man dann wieder dafür. Ich glaube, das kann man nicht 1:1 kostenlos umtauschen. Ich glaube, da gibt es eine Gebühr, die man dann bezahlen muss oder so. Zahlt sich also dann nicht aus. Aber als Erinnerung kann man sich das aufbehalten. Ja, steht super in... Ja, glaube ich auch, ne? Aber es ist hier kein Fahrgast da, also. Nochmal Glück gehabt. Man will ja nicht hier... Ne? Er hat seinen Fehler eingesehen, ne? Man braucht ja nicht nachhaken.
Aber das machen die Taxis, glaube ich, bei uns auch gerne, dass sie mal an Bushaltestellen parken. Oder bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, bei uns in Österreich dürfen die Taxis einfach so stehen bleiben. Auf der rechten Spur zum Beispiel, auf einer mehrspurigen Straße, um Leute aussteigen zu lassen. Und die nutzen das sehr gerne mal aus. Ah ja, knapp 2 Mark ist 1 Euro, ne? Interessant. Wenn man die alten Währungen gegen das Spielgeld eintauscht, ne? Naja, viele Leute wünschen sich bei uns auch immer den Schilling zurück, aber heutzutage ist ja das, was früher mal 10 Schillinge wert waren oder 100 Schilling oder 1000 Schilling wert waren, das wäre es ja heute nicht mehr wert, ne? Ich glaube, die Leute erinnern sich dann, dass man früher halt viel weniger, also viel mehr bekommen hat für weniger Geld und würden sich deswegen den Schilling zurückwünschen, aber wenn man das 20 Jahre später betrachtet, sind es eigentlich ziemlich genau 20 Jahre, seitdem es den Euro gibt. Ja, das wäre heute auch weniger wert. Man würde heute den Schilling auch mehr bezahlen. Weil die Inflation halt noch das nun mal so mit sich bringt. So, schön dekorierte Tankstelle, bitte nicht in die Luft fliegen. Das reflektiert auch ziemlich dann. So, City 1, Tankstopp. Der ist schon wieder am ZOB. Ah, der hat er abgebrochen, genau. So, warte mal. Kann ich jetzt zusperren und trotzdem tanken? Geht das? Mal schauen. Tanken. Kerosin. Tanken. Ja, das dürfte gehen. Fraktionskonto Los Santos Transit hier. So. Einmal aufgetankt. $57. Kann ich aufsperren? Nein, geht nicht. Halt. So, ja, funktioniert. Man kann im zugesperrten Zustand tanken. Das ist gut. Und da sind die Türen zu. Dass sie jetzt automatisch zugehen beim Zusperren. So, ich hoffe, ich überfahre da niemanden. Das ist immer so blöd, da rauszufahren. City 1, Tankstopp beendet. Falls ein Außerirdischer schon mithört, was ist das, ein Ferrari? Ein schöner Sportwagen in Rot. So, Mirror Park, da wäre heute noch der Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Angeblich hat er heute offen gehabt noch. Es sind auch Leute da. Schaut, oh, ist ziemlich belebt sogar. Auch interessant, dass dann kein Fahrgast da eingestiegen ist, ne? Naja. Ja, weil sie alle mit dem Auto da sind und alles da verstopfen. Und sich dann wieder wundern, warum der Server so schlecht läuft, ne? Ne. War schön dekoriert da, ne? Wenn ich unter der Woche mehr Zeit hätte, wäre ich auch hergegangen. Ich bin am 24. da, aber da wird leider das, der Weihnachtsmarkt nicht mehr offen haben. Was ja auch blöd ist, ne? Am 24. habe ich mal frei. Da kann ich mal früher streamen. Habe ich mir vorgenommen. Da hätte ich hergeschaut am Weihnachtsmarkt, aber ich denke, die haben nur mal heute offen. Weil wahrscheinlich wenig Leute am 24. spielen werden. Aber mal schauen. Ich werde am 24. auf jeden Fall zum Nakatomi Plaza pilgern. Das muss ich machen. So. Uah. Ah, ich habe Vorrang da. Wo immer der hinfährt, der stellt sich in die ins Halteverbot, ACLS. So, jetzt hat man 3 Runden und keinen einzigen Fahrgast. Da haben wir gestern ziemlich viele Fahrgäste dagegen gehabt. Für das, dass wir nur 2 Runden gefahren sind, hat man in jeder Runde, glaube ich, einen Fahrgast. Und heute dafür gar niemanden. Naja. Ja, das kann man machen, dass man am Server nur mit dem Bus fährt. Aber es ist halt das Problem, es ist halt nicht immer, die Busse sind halt dann nicht immer im Dienst. Ne? Wenn keiner da ist,
gibt es auch keine Verpflichtung, dass jemand da sein muss. Also wenn keiner spielt, dann fahren halt die Busse dann nicht. Aber es sind ja oft Busse da. Also es gibt, wenn man sich den Dienstplan anschaut von uns, gibt es nur wenig Lücken eigentlich. Also die Leute könnten den Bus wirklich nutzen. Vor allem in der Stadt. Aber es will sich halt da jeder ein Auto kaufen, jeder will dieses Prestige haben und so weiter. Ne? Ist halt leider so. Und wahrscheinlich wollen die Leute auch unabhängig sein. Aber die neu Eingereisten, die nutzen das am Anfang ziemlich oft. Also man merkt schon, wenn viele Einreisen gerade sind, dann fahren auch viel mehr Leute mit dem Bus. Aber wenn eben längere Zeit keine Einreisen sind, so wie jetzt auch, wo so ein bisschen Lücken sind, dann fahren auch weniger Leute mit dem Bus. Ne? Aber stimmt, man kann sich da viel Geld sparen. So, oder? Na, dann schönen Feierabend dir. Hm? Ja, danke schön. Seht ihr, eins ist jetzt aufgetankt. Ich werde noch schnell tanken. Also das hättest du nicht machen brauchen. Ich fahre jetzt noch einen und dann hätte ich getankt. Naja, danke. Achso, naja, ich hab mir gedacht, ich weiß ja nicht, wie weitergefahren wird. Ne? Das wäre sicherheitshalber. Kann ja nicht schaden. Ja, richtig. Bist du jetzt der Einzige im Dienst, ne? Ich bin jetzt der Einzige, aber auch nur noch für eine Runde. Ah, okay. Alles klar. Genau. Na gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Gehst du nachher auf den Weihnachtsmarkt oder so? Nein, heute nicht mehr. Ich wollte zu Weihnachten gehen, weil ich da auch fahren wollte und dann noch am Weihnachtsmarkt schauen. Ich glaube, der hat dann gar nicht mehr offen, ne? Ich glaube, der hat nur heute oder so. Heute und morgen oder sowas. Ja. Morgen wird es vielleicht auch nicht ausgehen, ne? Ja, mal schauen. Na, vielleicht geht es morgen aus. Naja. Ja. Aber heute geht es nicht mehr aus. Da bin ich zu müde dafür. Ja, dann schlaf schön. Ja, danke, ja. Gute Fahrt. Dankeschön. Ciao. Ciao. Schlaf schön. Das sind wieder so Leute, die wieder damit assoziieren, wenn man sich auslockt, dass man gleich schlafen geht. Was ja auch nicht stimmt. Dann würde man viel schlafen. Wir schauen natürlich noch in den Kühlschrank, ob es was Neues gibt. Oh, der ist nicht zugesperrt. Das ist auch schon was Neues. Das ist wieder Chaos da. Aufschließen. So, naja, da hat sich seit gestern nicht viel getan, außer dass viele Orangen weg sind. Da waren gestern die Orangenlade hier war voll. Und wir haben uns nur einen Pfirsich genommen, den wir schon gegessen haben. Also seitdem He-Man nicht mehr da ist und sich darum kümmert, ne, ist da leider, schaut es da mau aus. Naja, Wild Touch, was auch immer das ist. Naja, gibt es nichts Interessantes. Dann gehen wir wieder. Wir sperren natürlich zu. Wiedersehen. Also ja, Max und also ich und Bob und ich haben kein IC-Leben außerhalb des Busfahrens. Genau, aufstehen, Busfahren, schlafen gehen, das stimmt, ne? Es gibt ja Leute, die spielen halt auch ihr Privatleben. Weil sie halt Zeit haben. Ich habe die Zeit nicht, dass ich mein Privatleben mit Max auch spiele. Max hat natürlich ein Privatleben, nur ich spiele es nicht. Das passiert halt dann, wenn ich offline bin. So muss man das sehen, weil es gibt Leute, auch Spieler, die glauben, sobald man sich ausloggt, schläft man. Aber das stimmt ja nicht. Das soll man auch so nicht spielen. Wenn man sich ausloggt, spielt man einfach nicht. Aber man kann das schon so spielen, wie wenn der Charakter jetzt halt sein Eigenleben hat, aber man spielt es eben nicht. Es passiert einfach so. Man kann ja trotzdem erzählen, was man alles so die letzten Tage erlebt hat. Man hat es halt nicht gespielt. Man muss halt aufpassen, dass das nicht dann halt nicht im Busdepot oder so stattfindet. Sehr klar, ne? Man muss halt dann sich was ausdenken, was man gemacht hat. Wir waren ja auch 3 Wochen in New Orleans und haben dort auch irgendwann ein Leben gehabt. Wir waren halt nicht da. Aber jeder soll natürlich so spielen, wie er das spielen will. Wenn Leute halt Privatleben strikt spielen wollen. Ich glaube, Matthew macht das zum Beispiel so. Matthew McTavish, der TF von Tour, der auch Busfahrer ist. Der spielt hier, wenn er online kommt, dann spielt er sicher so 3/4-mäßig, dass er 3/4, also 1/3 oder 2/3 Busfahrt und 1/3 Privatleben oder umgekehrt. 1/3 Busfahren, 2/3 Privatleben und so. Und dann macht er es immer so, wie wenn er das real spielen würde. Dass er sagt, er spielt einen Teil Privatleben, der hat auch dann eine IC-Freundin und trifft sich mit ihr. Und dann geht er arbeiten ein paar Stunden lang. Ne? Und ich spiele auch mit Max nur, dass er
seinen Beruf macht hier. Und für was anderes habe ich halt keine Zeit. Ich glaube, ja, man muss so spielen, wie man die Zeit hat oder wie man Lust drauf hat, ne? Ich habe halt auch keine Lust, irgendwie privates RP zu machen. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Das wäre ja eben alleine, weil Max ist ja auch nicht der geselligste Typ. Da kann ich das ja auch gut so spielen. Klar, wenn man extrovertierte Leute spielt, dann muss man wahrscheinlich auch was Extrovertiertes tun. Denen fällt das dann aber auch leichter, ne? Also, ich könnte jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber ich habe keine Zeit. Das ist halt eben die Frage, was macht man unter der Woche, wenn ich mich einlogge? Könnte ich jetzt sagen, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, die 2 Stunden, was wir da streamen, jetzt sind es knapp 2 Stunden, ne? Könnte ich sagen, entweder ich gehe 2 Stunden auf den Weihnachtsmarkt und unterhalte mich mit Leuten, die ich dort wahrscheinlich eh nicht kenne. Oder ich gehe 2 Stunden Bus fahren und habe halt, mach was fürs Busunternehmen, verdiene Geld, aber das ist eh nebensächlich. Aber komm auf meine Stunden beim Busfahren wenigstens. Weil sonst, wenn ich heute auf den Weihnachtsmarkt gegangen wäre, dann könnte ich halt nicht Bus fahren. Ich nutze halt die Zeit, die ich habe oder die ich für das Spiel aufwenden kann. Hi. Ah, hallo. Willst du fahren? Nein, ich bin gerade 3 Runden gefahren, jetzt gehe ich wieder aus der Dienst. Okay, alles klar. Du hast das eh mitbekommen mit der Nordlinie, glaube ich. Ich habe davor abgebrochen, weil da überhaupt keine Sicht war. Ja, genau. Ja, ich habe gerade aber schon durchgegeben. Und man kann tatsächlich nicht mehr mal von hier bis zu der Stange da drüben gucken, bis zur nächsten. Ja, also, stimmt. Ja. Ich habe es auch bei Harmony probiert. Ich habe wirklich nichts gesehen. Ich bin ganz langsam gefahren und habe mich dann entschieden, ich muss abbrechen, weil das ist viel zu gefährlich. Ne? Genau. Wenn da plötzlich ein Auto vor mir ist, das sehe ich gar nicht. Und dann fahre ich mit 50 Meilen rein. Das ist nicht sehr gesund. Ne? Ja, genau. Ja, das macht keinen Sinn. Ich werde jetzt auch hier ein Hotel nehmen, hier direkt bei Kuschelfix, links davon. Da hat ein neues Hotel aufgemacht. Achso, okay. $30 die Nacht, da werde ich mich erstmal einquartieren. Das ist wahrscheinlich auch besser, ja. Bei den Norden fahre ich so nicht, also das ist mega gefährlich. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, na, das würde ich auch nicht machen. Ich weiß nicht, wie lange das so geht mit dem Nebel, aber ich denke nicht, keine Ahnung, dass das Beste wird, weil. Ja, es kommt doch immer näher. Also eben war noch der Stand, dass es das ab Grapeseed man nicht fahren kann. Ja, das war für eine Stunde circa, ja. Da war es auch bei mir so. Als war es eben so, ich wollte jetzt noch nach Sandy Shores eben gucken, ne? Du kommst nicht mehr mal bis zu der Abfahrt bei Mangold hoch, da ist schon alles dicht. Ah, ja. Du siehst gar nichts, null. Ja, stimmt, ja. Bei der Autobahn, ich bin jetzt auch über der Autobahn dann zurückgefahren, da war es eben bis kurz vor der Stadtgrenze, wo halt diese Absperrung da ist, ne? Also bis da war dichter Nebel, dann hat sie sich gelockert. Also ja, das ist nicht gut, ne? Genau, gut, ja. Das interessante Zeiten. Erst Hurricanes, jetzt Schneechaos. Ja, dass das bei uns überhaupt möglich ist, ne? So ein Schnee hätte ich auch nicht gedacht hier. Hätte ich auch nicht gedacht. Oh, ja. Ich habe jetzt schon, weil ich das auch nicht damit gerechnet hätte, habe ich Matt und Rebecca jetzt losgeschickt und selber geguckt bezüglich Winterjacken. Ja, weil, das wäre auch also gut, Minus, ja. Ne, du hattest das ja vorgeschlagen damals, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier minus 5 Grad bekommen und Schneegestürmer. Ja, damals hätte ich auch nicht dran gedacht, ne, dass man deswegen die Jacken brauchen. Ich hätte ja als Warnfunktion quasi oder wenn es mal regnet gedacht, aber an Schnee hatte ich damals auch nicht gedacht. Ne. Ja, aber jetzt merkt man schon, jetzt mit dem Hemd rausgehen ist schon etwas kalt. Ne. Also, ich bin es gewohnt, ich kenne die minus 20 Grad, aber ja. Okay. Ja, gut. Ja. Gut, dann komm gut nach Hause. Ja, du auch, ja, oder viel Spaß im Hotel. Genau, du gehst in die Richtung? Ja, ich gehe da durch und zum Auto, genau. Ja. Okay, alles klar. Sie, gut, dann kommt gut nach Hause und wir sehen uns. Ne? Alles klar, du auch, ja, danke. Tschüss. Bye bye. So. Wo geht er zum Hotel, wenn er. Mist? Ich dachte, er geht zum Hotel, aber vielleicht geht er noch nach hinten. Also, ich möchte zum Bankomat, wollte ich vielleicht noch schauen. Naja, da ist er ja. Nee, als ich gedacht habe. $1,605. Haben wir gestern $120 gemacht oder so? Bin ich gespannt, für eine Stunde eingeloggt sein. Haben wir gestern gemacht, na doch, ja. 100. Warte mal. Ach, Sozialhilfe waren gestern sogar 2,8 Stunden. Das ist sogar mehr als heute. Na klar, weil ich ja vorher noch Bus gefahren bin, ohne eingestempelt zu sein. Haben wir gestern sogar länger unterwegs.
Sozialhilfe bekommen nur mehr 27,40 für eine Stunde. Das ist drastisch gekürzt worden, ne? Nein, das sind die Transferleistungen, Blödsinn. Das sind ja die Transferleistungen. Das ist die Sozialhilfe mit $138 für knapp 3 Stunden. Also sind das $50 pro Stunde. Genau. Ja, wurde das nicht auf 40 reduziert? Dachte ich, oder kommt das erst? Da gab es ja diese DUL-Proteste. Ich dachte, da hat es eine Reduktion gegeben. Und das ist unser Gehalt hier. Für eine Stunde jetzt bekommen wir $90. Hm? Ausbilder. Also 1605. Jetzt werden wir da ein bisschen was abheben. Nämlich $1000. Und einzahlen auf das Sparkonto. Damit haben wir jetzt über $20.000 im Sparkonto. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So, warte mal. Kontoauswahl, Sparkonto. Einzahlen, 1000. Zack. So, jetzt muss ich mal wirklich irgendwas einfallen lassen, was ich mit diesem gesparten Geld mache. 20.000. Irgendwas, was RP erzeugt, aber keine Zeit. Wo ich keine große Zeit aufwenden muss, damit ich das auch spielen kann dann. Da reflektiert alles. Ich frage mich jetzt gerade, ist das wegen dem Shader, dass das so extrem reflektiert? Schau mal kurz, wenn ich die Shader deaktiviere, leuchtet es trotzdem. Das ist jetzt quasi Vanilla-GTA-Einstellung. Also das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Dass das so extrem leuchtet. Ich weiß gar nicht, woher die Lichtquelle kommt. Warum der Gehsteig jetzt, dass der Asphalt oder alles Betonmäßiges offenbar, dass das so glüht. Wie wenn man mit einer Wärmebildkamera da drauf schauen würde. Naja. Was? Geheim und schau Golden Girls? Was? Achso, irgendeiner hat es mal gesagt, seitdem sage ich das immer. Nein, in welchem Kontext? Also Real Life Aspekt beim Busfahren. Also weil das gut umgesetzt ist und durch die strengen Regeln des Servers kann man das in Ruhe spielen. Ja, stimmt, ja. Eigentlich müsste er eh auf jeden Beruf sich da ableiten lassen, würde ich jetzt mal sagen. Dass man jeden Beruf eigentlich ziemlich realistisch da, glaube ich, auf dem Server spielen kann. Hä? Was ist denn das jetzt? Lass mir die mal fahren. Ich wollte mich noch was schauen. Auf Venture, auf meinem Venture-Kanal. Wo ist meine Maus jetzt? Maus? Woher spinnt die Tastatur? Jetzt habe ich keine Maus. Hallo? Müsste da nicht da jetzt? Ach. Was ist los mit den Eingabegeräten? Ich wollte mich kurz einloggen auf einen Venture-Account. Achso, im Kontext zum Schlafen gehen wegen dem, so. Wegen dem Ausloggen, haben wir vorher gesprochen. Achso, ja gut. Ja, ich werde die 20.000 Bob vor die Tür legen. Ja, wenn Bob mal da wäre, könnte man mal so eine Feier machen oder so, ne? Aber das müsste sich auch irgendwie ergeben. Das bleibt jetzt so eine kleine Runde irgendwo, eine Feier veranstalten, so eine Privatparty irgendwo in einer Wohnung, wo man sich dann Bier und Getränke und so kauft. Das wäre auch super, aber das könnte man halt nur IC irgendwie, ne? Dafür kennt man natürlich, kennt Max jetzt Bob zu wenig wahrscheinlich. Aber schlagt er nicht mal irgendwem mal vor? Zumindest nicht in der Gegenwart von Max. Dass sowas jemand mal macht. Aber so, ich überlege gerade, ob es sowas mal gegeben hat. Früher, glaube ich, gab es schon einmal ein, zwei Sachen, wo in den Ankündigungen im RDP jemand geschrieben hat, er macht so eine Hausparty, so eine Hauseinweihungsparty, aber da konnten wir nicht hin. Weiß nicht, ob das nicht auch Andrea Grasso damals war. Die haben da sich damals, die hat ja damals, Andrea Grasso hat mit dieser Lissi, die beide bei Los Santos Transit waren, die waren ja zusammen. Weiß nicht, ob sie verheiratet waren und die haben sich zumindest dann ein Haus genommen. Oben in Palito Bay und ich glaube, da haben sie so eine Einweihungsfeier gemacht. Ja, sowas in der Richtung, aber sowas, seitdem habe ich das nicht mehr gelesen, seit die weg sind. Hat auch so wenig Partys gegeben, ne? Halt nur Feiern, aber es gab früher eben so Ausschreibungen,
also Ausschreibungen, so Ankündigungen auf, im RDP, wo halt Kollegen Privatpartys gemacht haben, wo halt die Kollegen auch eingeladen waren. Und das habe ich, glaube ich, seit dem Sommer oder ja, seit es den ZOB gibt, glaube ich, habe ich das nicht mehr gelesen. Die gehen alle nur mehr auf Karma und Omega feiern oder keine Ahnung. So, wir haben aber, wie habe ich gesagt, Text-RP gemacht, wie ich das letzte Mal im November gestreamt habe. Da habe ich mir gedacht, ich mache ein bisschen Text-RP, dass ich auch da RP erzeuge quasi, wenn ich offline bin. Und da habe ich angeschrieben, die zwei Fahrradgeschäfte, die es hier gibt, das Bike House und Just Ride, ob es denn nicht Satteltaschen gibt. Naja, wir haben von einer zurückbekommen, von Just Ride nämlich, eine Antwort. Bike House hat sich nie gemeldet. Mal schauen, ob ich das, das sieht man jetzt. Das ist die tolle, kurze Antwort, die auf meine lange Textnachricht gekommen ist. Weil wir haben damals geschrieben, sehen wir das noch? Einen ziemlich langen Text für das. Weil ich halt RP erzeugen wollte, dachte ich mir zumindest. Hier. An Just Ride. Na gut, so lang war es auch nicht. Ich habe geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Mountainbike und würde gerne eine längere Fahrradtour machen. Das war bevor es hier geschneit hat. Dazu bräuchte ich einen Gepäckträger, den ich auf mein Fahrrad montieren kann, sowie Satteltaschen, damit ich mehr transportieren kann. Gibt es denn sowas bei Ihnen zu kaufen? Gruß Max Norman. Das habe ich damals geschrieben. Und Just Ride war die, war das einzige Geschäft, das zurückgeschrieben hat. Wo war denn das jetzt? Da. Die haben geschrieben, hallo Herr Norman. Leider gibt es sowas nicht bei uns zu kaufen. Ich kann Ihnen auch leider nicht sagen, ob es hier im Staat sowas zu kaufen gibt. Es geht um Gepäckträger, Satteltaschen, ne? Gibt es nicht. Unmöglich, dass es sowas im Staat gibt, ne? Millionenstadt, wenn man das ausspielt, dürfte man sowas gar nicht schreiben, ne? Aber ja, okay. Ja. Und das ist sogar der CEO, mit freundlichen Grüßen, Sam Summer, CEO Just Ride. Sam Summer, es gibt auch eine Sam Winter, glaube ich. Vielleicht sind die verwandt. Aber Summer ist jetzt die falsche Jahreszeit auf jeden Fall. Naja, jedenfalls gibt es sowas nicht. Es gibt auch keine Möglichkeit, ne? Das wäre die einfachste Möglichkeit, dass ich sage, man hat ja am Fahrrad auch zwei Fächer für Inventarplätze, ne? Dass man sagt, okay, ich nehme einen Rucksack und montiere den dort, weil ich kann den ja reinlegen und dann könnte ich den als Gepäckträger spielen, aber nein, das darf man offenbar nicht. Warum auch immer, aber es ist ja unrealistisch, dass es nicht geht. Verstehe ich nicht. Naja. Aber kann man nicht ändern. So haben wir offiziell, dass man das nicht machen dürfen und dass es keine Möglichkeit gibt, eine längere Fahrradtour zu machen. Aber mit Rucksack alleine bewaffnet ist halt ein bisschen mühsam, ne? Und auf Dauer anstrengend, wenn ich dauernd hinten den Rucksack oben habe, wenn ich doch andere Sachen auch in den Gepäckträger und in die Satteltaschen packen könnte. Sieht das nicht so an den Schultern. Also das wird jetzt immer extremer mit dem Licht hier, ne? Die Wände beginnen zu leuchten. Achso, die Antwort mit tiefer Stimme, naja, hätte ich machen können. Naja. Ich weiß nicht mal, wo ich die tiefe Stimme her... Ja, ist das die tiefe Stimme? Ich glaube, ne? Ich bin der CEO von Just Ride und ich sage Ihnen, es gibt auf dieser Insel keine Gepäckträger. Wie können Sie es wagen, überhaupt so eine Anfrage zu stellen, Herr Norman? Naja, so könnte der CEO geantwortet haben. Aber ich glaube, er ist kundenfreundlicher und würde das vielleicht anders formulieren oder anders betonen. Was ist denn da jetzt mit der Grafik? Das ist ja jetzt schon wirklich extrem, ne? So kann man sich auch im Winter zurechtfinden, in der Nacht zurechtfinden. Also wenn man mal eine Taschenlampe vergessen hat oder das Licht vergessen hat zum Einschalten, dann hier schalten wir die Stadtbeleuchtung einfach ein. Nämlich indem wir die Häuser und die Bodenmarkierungen und die Gegenstände einfach zum Leuchten bringen. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Vor allem schneit er gar nicht mehr so stark wie vorher. Weiß nicht, was da jetzt reflektiert überhaupt oder was da leuchtet. Ja, vielleicht soll das Schnee darstellen. Aber es liegt ja nicht mal Schnee. Vor allem, wie kann auf der Wand, da leuchten ja auch die Wände, die Mauern. Da kann ja kein Schnee liegen.
Wie gibt's das, ne? Weiß nicht, was sich der das so programmiert hat, dabei gedacht hat, oder wahrscheinlich war es auch nicht mal beabsichtigt, aber. Ja, stimmt. Achso, du meinst, ist das ein Energieeffekt? Kann das sein? Dass ich einen Effekt habe? Aber woher kommt der Effekt und warum wird das noch nicht angezeigt? Ich hätte nichts gegessen oder getrunken. Müsste mal schauen in anderen Streams, ob die Leute das auch so sehen, weil vielleicht ist das wirklich irgendein Effekt dann. Eben, dann wäre der Blitz unten. Ich habe mal einen Kaffee getrunken bei der Besprechung und dann ist der Blitz gekommen. Da war sogar ein Geräusch dabei, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Wo ich mich auch mal kurz erschreckt habe. Aber ich hätte auch nichts konsumiert, was das sein könnte. Vielleicht, weil ich zu wenig konsumiert hätte. Habe nicht mal heute einen Kaffee getrunken. Wir haben vorher getrunken das Wasser und irgendwas gegessen. Die Fischstäbchen. Die Fischstäbchen haben wir vorher gegessen. Dass die Fischstäbchen das auslösen vielleicht. Aber ich glaube, das ist schon vom Wetter dann, ne? Komisch, ne? Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit wäre, wenn man von Fischstäbchen plötzlich besser sieht und heller sieht. Das wäre cool, da würde ich mir auch Fischstäbchen kaufen. Dann würde ich nämlich in der Nacht besser sehen. Ist ja praktisch eigentlich, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich vom Wetter der Effekt. Ja, Lebensmittelvergiftung. Ja, müsste eigentlich bei allen gleich aussehen, ne? Ich habe ja auch nur die Shader aktiviert und ich habe eben probiert vorher, wenn ich die Shader deaktiviere, leuchtet es trotzdem. Aber das ist ein bisschen extrem. Deswegen gehen wir lieber rein, nicht dass das jetzt zum Brennen anfängt oder so. Oder uns die Augen noch wegätzt, weil das so hell ist. Wahrscheinlich wird das ist sicher irgendein Grafikfehler, der deswegen entsteht, weil wenn es immer dunkler wird, wird es dann immer heller anscheinend. Allein wie das Auto da hinten leuchtet. Ich stelle nochmal den Shader aus und schaue, wie hell das Auto trotzdem noch leuchtet. Das ändert sich fast nicht, ne? Das ist nur blasser und trüber, aber von der Intensität des Leuchtens, ne, ist es gleich. Also das ist schon... Das ist also ohne Shader. Quasi Vanille. Naja. Wir gehen lieber rein, wer weiß. Wie sich das noch entwickelt. Alleine wie das Schild da leuchtet. Ah, hallo Martin Masela, Tedden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Aber Tilo sieht es genauso aus, okay. Also liegt es nicht an den Fischstäbchen, die wir gegessen haben. Naja. Also Bob sagt wieder bei anderen schaut es nicht so aus, ne? Müsste ich dann schauen. Vielleicht ist es auch in meiner Version quasi jetzt nur, weil das ein Bug von mir ist, ein Grafikfehler-Bug oder so. Oder von bestimmten Leuten nur. Wäre interessant, wie das... Achso, es gibt ja auch... Das heißt, derzeit gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass man mit... bei mir in der Wohnung schaut es jetzt auch drüber aus irgendwie. Das heißt, wie heißt denn das? Nein, ist bei anderen auch. Das heißt, dieses, das, was hier Kickword immer hat und auch Jack Smith, das Redux, ne? Redux. Ist das Redux, was ich habe? Nein, Reshade ist das. Redux gibt es derzeit nicht, ne? Also kann das auch, muss das wirklich bei jedem ausschauen. Hm. Und da ist der Effekt jetzt eh weg. Also liegt es wohl nicht an den Fischstäbchen. Es liegt wohl. Ja, am Wetter. Aber interessant, dass es herinnen jetzt auch anders von den Lichtverhältnissen ausschaut. Und das wundert mich auch, dass es da noch offen ist. Normalerweise, wenn die Sonne untergegangen ist, werden da automatisch die Vorhänge zugezogen. Ne? Und auch hinten die Rollo von der Küche ist dann nochmal unten. Aber vielleicht geht es dann erst ab 21 Uhr. Das Wetter spielt verrückt. Das trifft es, glaube ich, dann ganz gut. Na gut. Aber für heute war es das. Schauen wir uns mal kurz. Ist irgendein Busfahrer noch live? Das könnte nur Eric sein. Ich glaube, Eric streamt auch, oder? Ich glaube, der hat mir gefolgt. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie er heißt. Bei Twitch.
Irgendjemand hat mir gefolgt, wo ich dann geschaut habe, und es war entweder Eric oder ein anderer Busfahrer. Doch, das ist der Monster McTommy da, ne? Genau. Der fährt jetzt auch. Na, der telefoniert mit Barry. Aber ich nehme an, der fährt. Der ist schon wieder um 52 am ZOB. Viel zu früh. Was macht denn der? So geht das nicht, ne? Na gut. Dann schauen wir zu denen rüber, wenn er das Raiden erlaubt. Monster McTommy. Kanal Raiden. Monster McTommy. Auch ein interessanter Name. Nee, das nicht, das nicht. Ich hatte eine Betriebsstörung. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Bob, danke Martin, der Den. Und danke hier Cheats fürs Folgen. Und falls noch wer da wäre, auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bob, Rob64, bei Rob64 kann man auch vorbeischauen. Auf seinem YouTube-Kanal Rob64 Gaming, da gibt es immer am Sonntag Zelda. Und bald auch Ocarina of Time, da bin ich auch gespannt. So, aber für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.